begrüße Sie zur abschließenden Sitzung unseres Symposions. Mein Name ist Christoph Wolf, ich gehöre zum alten Eisen des Bach-Archivs und freue mich, heute Morgen die Sitzung moderieren zu dürfen. Ich war gestern leider nicht da, habe einen Krankenbesuch gemacht bei Hans-Joachim Schulze, unserem geschätzten Kollegen, der sehr bedauert, nicht hier sein zu können und der Sie sehr herzlich grüßen lässt. Wir beginnen mit zwei Referaten über Textdichter. Ob Sie für Bach gearbeitet haben, wird sich im Laufe der Zeit vielleicht sogar heute Morgen herausstellen. Der erste Referent ist Bernd Koska, der sein Studium in Halle absolviert hat und dann so nach und nach abgedriftet ist ins Bach-Archiv, wo er seit 2015 als hauptamtlicher Mitarbeiter tätig ist, nachdem er eine große Arbeit über Bachs Thomaner als Kantoren in Mitteldeutschland abgeliefert hat. Das Thema haben Sie vorhin gesehen, ich muss es nicht nochmal zitieren und bitte Bernd Koska ums Wort. Ja, schönen guten Morgen auch von mir, sehr geehrte Damen und Herren. Christoph Wolf hat es gerade schon angesprochen, das Thomaner-Projekt, das wir damals am Bach-Archiv 2012 durchgeführt haben, ist eigentlich die Keimzelle von dem, was ich Ihnen hier erzähle, denn Christian Warmuth ist mir damals schon untergekommen, als nicht Thomaner unter Bach, aber unter Kuhnau. Ich habe die Person dann wieder so ein bisschen vergessen, bis dann vor einigen Monaten Peter Wollny mich wieder darauf aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, das ist doch eigentlich ganz interessant, geh dem doch mal nochmal nach, was ich jetzt für diese Konferenz sehr gern getan habe. Die zentrale Textpassage, die Christian Warmuth eben so interessant macht, ist diese hier. Die findet sich in den neuen Zeitung von gelehrten Sachen aus dem Jahr 1730, da heißt es nämlich Folgendes zu einem Buch, was bald erscheinen soll, und zwar in Weißenfels. In des Buchhändler Wehrmanns Verlag wird bald Folgendes gedruckt werden. Die gottergebene Seele in geistlichen Kantaten statt einer Kirchenmusik auf alle Sonn- und Festtage durchs ganze Jahr, sonderlich den Musikliebenden zum Besten verfertiget von Christian Warmuth, Konrektore Weißenfelsensi. Der Herr Verfasser hat diese Gesänge 1723 und 24, als er noch in Leipzig studiert, sonntags nach vollbrachtem öffentlichen Gottesdienst aufgesetzt, weil er es beinahe vorsündlich gehalten, an des Herrn Tage seine Gedanken auf philosophische und philologische Dinge zu wenden. Sie sind gar erbaulich eingerichtet und werden mit Nutzen gebraucht werden können. Das heißt, wir haben hier den Beleg, dass es einen Dichter gab, der eben genau in den Jahren, als Bachs erste beide Kantatenjahrgänge entstanden sind, in Leipzig Kantatentexte gedichtet hat. Und die Frage ist nun, könnten das nicht eventuell genau diese Texte sein, vielleicht zumindest teilweise, die Bach dann vertont hat? Gleich vorab muss ich Ihnen sagen, dass ich ein Exemplar der gottergebenen Seele dieses Kantatenbuchs bisher nicht auffinden konnte. Dann hätte ich jetzt Ihnen wahrscheinlich genaueres sagen können. Deswegen muss ich meinen Vortrag auf Indizien stützen. Und ich finde doch, dass es einige Hinweise gibt, dass Christian Warmuth recht gut in dieses Muster passen würde, nachdem wir suchen. Es gibt relativ viele biografische Quellen zu Warmuth. Es gibt drei Lebensläufe von ihm, zwei handschriftliche, einen gedruckten. Es gibt jede Menge Anstellungsakten, Beschwerdeakten en masse. Es gibt viele Briefe von ihm dazu, die Matrikeleinträge und Kirchenbucheinträge. Ich kann da nicht im Detail drauf eingehen aus Zeitgründen und muss das nur so zusammenfassen. Die Biografie lässt sich auf Basis dieser Quellen folgendermaßen darstellen. Christian Warmuth wurde 1697 in Querfurt geboren, besuchte dann bis 1715, also bis zu seinem 18. Lebensjahr immerhin, die Schule dort, ging dann nochmal drei Jahre auf die Domschule in Naumburg. Das wird später noch wichtig sein im Hinblick auf den dortigen Superintendenten Johann Martin Chamelius. Dann nochmal ein Jahr Thomasschule, 1718 bis 19, auch dazu gleich noch mehr. Zum Wintersemester 1719 bezog er die Universität Leipzig, ging um 1724, 25
als Informator, also als Privatlehrer bei Hofratsfamilien nach Merseburg und anschließend nach Weißenfels. 1725 wurde er dann Konrektor an der Stadtschule in Weißenfels, scheint mit dieser Position aber bald unzufrieden gewesen zu sein. Es gibt mehrere Bewerbungen an andere Orte in dieser Zeit. Unter anderem bewarb sich Warmuth 1731 um das Konrektorat an der Thomasschule. Er wurde dort allerdings nicht berücksichtigt. Es wurde dann Johann August Ernesti gewählt, der später der Rektor der Thomasschule war, mit dem Bach so viele Probleme hatte. Außerdem bewarb sich Warmuth 1729 um das Stadtkantorat in Merseburg. Und hinsichtlich seiner musikalischen Qualifikation ist es vielleicht nicht unwichtig zu erwähnen, dass Warmuth tatsächlich erst vom Rat in Merseburg gewählt wurde, dann aber das Domkapitel August Friedrich Graun, einen unbekannteren Bruder der Berliner Graun-Brüder, durchsetzte und Warmuth also in Weißenfels blieb. 1736 wurde Warmuth Pfarrer in Schortau, einem kleineren Ort in der Nähe von Merseburg, und wechselte 1747 als Pfarrer ins benachbarte Leier, wo er dann 1779 starb. Zu Warmuths Persönlichkeit enthält das Leier Kirchenbuch eine recht interessante Passage in so chronikalischen Aufzeichnungen zu den Pfarrern. Dort heißt es nämlich, er scheint ein streitbarer Pfarrherr gewesen zu sein. Nach Erzählungen alter Leute hat er oft sehr scharf gepredigt. Das lässt sich anhand von vielen Akten im Kirchenkreisarchiv in Naumburg sehr eindrücklich belegen. Da ist also von ganz vielen Streitigkeiten mit Warmuth die Rede. Er scheint wirklich kein einfacher Mensch gewesen zu sein. Unter anderem wird auch immer wieder von Gewalttätigkeit berichtet. Er soll mal auf einem Taufgelage zum Messer gegriffen haben und einen Amtsbruder angegriffen haben. Also solche Sachen können Sie in diesen Akten finden. Ich kann da jetzt nicht im Detail drauf eingehen. In unserem Zusammenhang ist nicht unerheblich, dass Warmuth öfter im Clinch lag mit seinen Schulmeistern, und zwar, weil er nämlich glaubte, besser singen zu können als sie. Und dazu gibt es eine ganz interessante Passage, die Warmuth in einem Brief von 1757 äußert. Er schreibt dort, denn weil ich in meiner Jugend Präfektus Chori gewesen und den ganzen Chor dirigiert, kann dieser einfältige Ludi-Moderator gar wohl Informationen von mir annehmen. Also, Warmuth war Präfekt, er sagt leider nicht, an welchem Ort. Wir können eventuell annehmen, dass das tatsächlich hier in Leipzig an der Thomasschule war, dass er also unter Kuhnau Chorpräfekt war, vielleicht Kuhnau, der ja oft kränklich war, vielleicht sogar längere Zeit vertreten hat. Diese Zeit an der Thomasschule, die Daten dazu habe ich Ihnen hier mal angeschlagen. Er ist also erst Externer geworden an der Thomasschule 1718, dann einen guten Monat später in die, aufs Alumnat aufgenommen worden. 1719 hat ihm Rektor Johann Heinrich Ernesti ein Zeugnis ausgestellt. Seltsam an dieser Zeit auf der Thomasschule ist das Warmuth, das in seinen Lebensläufen komplett übergeht. In keinen von den drei Lebensläufen wird die Zeit auf der Thomasschule erwähnt. Außerdem war er bei seiner Aufnahme schon über 20 Jahre alt. Das ist ein totaler Spitzenwert, der sonst eigentlich nie vorkommt. Normalerweise waren die Knaben so 14 Jahre alt, als sie auf die Schule kamen. Und deswegen habe ich so meine Zweifel, ob diese Zeit auf der Thomasschule wirklich noch so der Schulausbildung gedient hat oder ob da nicht vielleicht wirklich so die Musik im Vordergrund stand und man ihn vielleicht versorgen wollte, weil man eben vielleicht Unterstützung bei der Chorleitung brauchte. Im Wintersemester 1719 ist der Eintrag in die Universitätsmatrikel. Es gibt dann hier in der rechten Spalte, habe ich Ihnen das dargestellt, einige Zeugnisse von Universitätsprofessoren. Die betreffen meistens so theologische Fächer. Interessant ist aber das Zeugnis von Gottfried Polycarp Müller von 1721. Der war Professor für Dichtkunst in Leipzig und da werden Vorlesungen in Redekunst, Philosophie und eben auch Poesie bezeugt. Außerdem das Zeugnis, was ich hier als Zeugnis Michaelis bezeichnet habe, das bezieht sich auf Gottfried Michaelis, den Pfarrer in Leutsch. Leutsch war, also Leutsch bei Leipzig, war damals in Ratsdorf gewesen. Aus dem geht hervor, dass Warmuth als Hilfsprediger im Predigerkollegium in Leutsch tätig war. Und diese Zeit kann man grob auf 1721 über das Zeugnis dann noch hinaus auf 1724 erweitern. Den Weggang von
aus Leipzig. Von Warmuth kann man leider nicht genau datieren. Das wüssten wir deswegen gern, weil ja Bachs zweiter Kantatenjahrgang um diese Zeit abreißt, vielleicht bewusst endet, das weiß man nicht genau. Und zwar die letzte Kantatenaufführung war zu Maria Verkündigung 1725 am 25. März, beziehungsweise das als isolierter Festtag im Tempus Clausum mal ausgenommen, war die letzte Aufführung schon zu Esto Mihi im Februar, am 11. Februar. Und der Ausfall des Textdichters ist ja oftmals vermutet worden als Grund, dass eben Bach dann keine weiteren Choralkantatentexte vertonen konnte. Bei Warmuth sind wir nun auf sicherem Boden erst wieder mit der Anstellung in Weißenfels. Am 7. August hat er dort seine Vokation als Konrektor erhalten. Und davor ist aber eben noch diese Informatorentätigkeit in Merseburg und Weißenfels unterzubringen, die laut einem Lebenslauf per Anisbatium gedauert haben soll. Also ein Jahr, vielleicht etwa ein Jahr, vielleicht knapp ein Jahr. Und interessant ist, dass noch eine andere Bewerbung Warmuths feststellbar ist, und zwar um das Kantorat in seiner Heimatstadt Querfurt. Er erwähnt es nur in einem Brief, es sind leider keine Akten zu diesem Anstellungsvorgang überliefert, denn man fragt sich natürlich, wer könnte Warmuth für ein solches Amt empfohlen haben und vielleicht ein Zeugnis in musikalischen Dingen geschrieben haben. Warmuth hat das Amt laut einem Lebenslauf 4 Wochen dann auch tatsächlich ausgeübt, dann aber, Zitat, die Vokation auf meines Vaters ernstlichen Willen zurückgeschickt und auch bei dem Querfurtischen Rat dafür bedanket, welche deswegen sehr ungehalten. Die Gründe, warum er diese Stelle zurückgegeben hat, wissen wir nicht. Wir können aber das Bewerbungsverfahren einigermaßen datieren, denn laut dem Kirchenbuch von Querfurt ist der Kantor Michael Grinitius am 1. März 1725 gestorben, sodass wir also das Bewerbungsverfahren in den März 1725, also gerade in die kritische Phase, wo Bachs Choralkantatenjahrgang endet, verlegen können. Also Warmuth wird vermutlich erst vielleicht Ende 1724 schon, vielleicht Anfang 25 als Informator nach Merseburg gegangen sein, dann Kantor in Querfurt geworden sein, hat diese Stelle dann gekündigt, ist Informator in Weißenfels geworden, bis er dann die feste Stelle als Konrektor erhielt. Das mit dem Weggang aus Leipzig ist natürlich so eine Sache. Warum sollte ein Textdichter nicht auch noch von Merseburg aus, vielleicht von Weißenfels aus, nicht noch Texte nach Leipzig geliefert haben, vielleicht auf Basis einer älteren Vereinbarung? Aber vielleicht kann man so diese feste Anstellung in Querfurt doch als so einen Punkt nehmen, wo ein Theologiestudent sagen würde, also jetzt nehme ich keine anderen Aufträge mehr an. Zurück zum Kantatenjahrgang nochmal. Es gibt unterschiedliche Titelformulierungen in den Quellen, die ich Ihnen hier mal dargestellt habe. Einmal heißt es die andächtige Seele in 74 geistlichen Kantaten auf alle Sonn- und Festtage des ganzen Jahres gerichtet. Einige Jahre später heißt es die gottergebene Seele in geistlichen Kantaten zur Kirchenmusik in einem ganzen Jahrgang etc. 1730. Und in den gelehrten Zeitungen, das ist das Zitat, was ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, da heißt es auch die gottergebene Seele in geistlichen Kantaten, dann aber mit dem Zusatz statt einer Kirchenmusik auf alle Sonn- und Festtage durchs ganze Jahr, sonderlich den Musikliebenden zum Besten verfertiget. Dieser Zusatz, also geistliche Kantaten statt einer Kirchenmusik, ist ja auch genau der Titel von Erdmanns Neumeisters berühmten Kantatenjahrgang. Dieser Zusatz statt einer Kirchenmusik findet sich erst in der zweiten und dritten Auflage, die 1704 bzw. 1727 erschienen ist. Gerade die dritte Auflage wurde in Warmuths Heimatstadt Querfurt gedruckt und war für Aufführungen in den folgenden Jahren in Querfurt, Sangerhausen und Weißenfels, wo Warmuth eben zu dieser Zeit Konrektor gewesen ist. Er wird also diese Aufführungen vermutlich miterlebt haben und vielleicht wollte er sich mit diesem Titel irgendwie auf diesen Neumeisterdruck beziehen. Vielleicht sind auch in Leipzig eben nur einzelne Texte entstanden, die Warmuth dann zu einem vollständigen Jahrgang vervollständigt hat. Die Zahl 74 in der ersten Zeile zeigt ja, dass es ein idealer, vollständiger Jahrgang ist, der alle Festtage und alle Sonntage berücksichtigt. Fraglich ist
auch, ob dieser Druck dann tatsächlich zustande kam oder nicht. In dem Lebenslauf 1735, das ist gedruckt bei Dietmann in der Priesterschaft, heißt es eigentlich ganz eindeutig, es hat der Herr Pfarrer Warmuth drucken lassen, Doppelpunkt, und dann kommen seine ganzen Veröffentlichungen. Allerdings findet man diesen Druck nicht in den Messkatalogen, die also neu erschienene Bücher in Leipzig anzeigen. Und auch in einem anderen Druck wird noch um einen Verleger geworben. Das ist dieses hier, das mal ein erhaltenes Exemplar, die gottgewidmete Singestunde von Warmuth 1734 erschien. Das ist hier das Exemplar der UB Leipzig, was direkt hier im Haus liegt, mit handschriftlicher Widmung von Warmuth. Warmuth schreibt dort im Vorwort: Sollten diese Gesänge nach der christlichen Liebe aufgenommen werden, so verbinde mich, wenn Gott Leben und Gesundheit verleiht, mehrere zu verfertigen und meinen Jahrgang geistliche Kantaten, welche schon vor 5 Jahren in den gelehrten Zeitungen rezensiert sind, korrekterweise waren es 4 Jahre, dem Musikliebenden zum Besten herauszugeben, wenn sich ein Verleger dazu finden sollte. Zur Praxis seines Dichtens gibt es auch in diesem Vorwort eine interessante Passage, die lautet folgendermaßen: Denn als ich des Sonntags nach geendigten Gottesdienste auch meine Andacht zu Hause haben wollte, hat mir das Herz gleichsam immer gequollen und sich herzlich gesehnet, auch geistliche Lieder zu dichten. Ich habe solches nicht nur diese 10 Jahre, da ich Konrektor all hier, also in Weißenfels gewesen, sondern auch schon vorher in meinen Studentenjahren getan. Zu seinen Vorbildern und zu seiner Inspiration zu dichten äußert sich Warmuth wie folgt: Da ich doch dieses Selbsten nach meiner Wenigkeit von dem Herrn Pastore Primario, gemeint ist Johann Martin Chamelius in Naumburg, sagen kann, dass ich durch sein ruhmwürdiges Exempel nicht nur zur Liebe und Hochachtung geistlicher Lieder, sondern auch zu deren Dichtung bin angereizt worden. Denn da er in seinem naumburgischen Gesangbuche Gottes Güte rühmet, dass seit der gesegneten Reformation Lutherie viele gute Liederdichter in der evangelischen Kirche entstanden, so wünscht er, dass noch viele dergleichen heiligen Bemühungen und Fleiß möchten sehen lassen, weil das Reich Gottes hierdurch nicht wenig erbauert werden. Und diese Begierde entstund schon damals bei mir, als ich in Naumburg die Domschule frequentierte und mir von meinem damaligen Herrn Hospiter dieses naumburgische Gesangbuch als ein Jubelgeschenk an dem lutherischen Jubiläum anno 1717 verehret wurde, da ich denn mit innigstem Vergnügen darin gelesen und mich an den schönen Anmerkungen des Herrn Chamelii sehr vergnüget habe. Das Gesangbuch, von dem Warmuth hier spricht, ist dieses. Das naumburgische Gesangbuch ist in 3. Auflage zum Andenken gegenwärtigen anderen lutherischen Jubelfestes 1717 erschienen, wie hier markiert ist. Und diesem sind dann durch und durch die biblischen Texte, Erklärungen der fremden Wörter, notwendige Prüfungen und andere erbauliche Anmerkungen angefügt worden. Ein Beispiel für diese Praxis habe ich Ihnen hier mal gezeigt. Das ist der Kommentar zu Nun kommt der Heiden Heiland. Da hat man erst so einen kleinen Paragraphen zum Ursprung des Liedes, das es eben Luther gedichtet hat und wo es zuerst erschienen ist. Und dann hat man den Liedtext mit Anmerkungen durchsetzt als Endnoten und als Fußnoten, die eigentlich insgesamt mehr Raum einnehmen als der Liedtext selber. Also ein sehr dichter Kommentar dieses Liedtextes. Chamelius hat das naumburgische Gesangbuch nochmal erweitert und 1724 als evangelischen Liederkommentarius veröffentlicht. Es heißt dort auch im Titel, worin das glossierte naumburgische Gesangbuch weiter ausgeführt und verbessert wird. Anlass zu diesem Druck war offenbar das 200-jährige Jubiläum des allerersten lutherischen Liederbuches. Das 8-Liederbuch ist 1524 erschienen und Chamelius druckt es hier nochmal in alter Orthographie komplett ab und bezieht sich damit also ganz eindeutig auf diese Tradition der lutherischen Liederdichtung. Auch hier sind also umfangreiche Liederkommentare enthalten zu vielen Liedern, die eben auch in Bachs Choralkantatenjahrgang auftreten. Der erste Teil von Chamelius Liederkommentar, das Vorwort, ist datiert auf den 20. Dezember 1723. Das Buch wird also Anfang 1724 erschienen sein. Man findet das in den Katalogen zur Ostermesse 1724. Zur Erinnerung, der Choralkantatenjahrgang begann mit der ersten Aufführung am 11. Juni
1724. Und ich könnte mir also gut vorstellen, dass halt so ein ausführlicher Liederkommentar doch eigentlich die ideale Handreichung wäre für einen Dichter, der die Aufgabe hat, Choraltexte zu Rezitativen und Arien umzuformen. Ich habe bei Stichproben, ich habe die Kommentare von Chamelius mit Bachs Kantatentexten verglichen. Bisher habe ich noch keine so wirklich stichhaltigen Sachen gefunden. Also die Kommentare sind nicht so speziell, dass man wirklich sagen könnte, hier hat der Dichter einen Gedanken aufgegriffen, den eben Chamelius da ausbreitet. Interessant ist aber, dass mein ehemaliger Kollege Benedikt Schubert schon mal vor wenigen Jahren unabhängig von diesen ganzen Zusammenhängen, die ich Ihnen hier zeige, Parallelen zwischen Bachs Vertonung und den Kommentaren von Chamelius festgestellt haben will, die ich manchmal ganz plausibel finde, manchmal vielleicht auch nicht. Also das müsste man sicherlich noch näher untersuchen. Ich möchte Ihnen noch einen Überblick über das gesamte literarische Schaffen von Warmuth vermitteln. Die fettgedruckten Sachen hier, die haben wir schon besprochen und auf die wollen wir uns jetzt auch nochmal konzentrieren. Also der Kantatenjahrgang ist das erste 1730, dann die Singestunde 1734. Ein weiterer Block betrifft Schuldrucke und aber auch ein Volumen Carminum Germanicorum, quae per viginti annorum spatium hinc illinc elaboravi, also deutsche Gedichte, die im Zeitraum von 20 Jahren entstanden sind. Das bezieht sich auf die Zeit ab 1714. Könnten da nicht auch Leipziger Gelegenheitsdichtungen, Hochzeitskantaten eventuell mit darunter sein? Interessant ist auch der theologische Kommentar zu dem Lied Da Pacem Domino in, Domine in Diebus Nostris von 1755. In diesem Kontext beschreibt auch nochmal Warmuth seine Freundschaft mit Chamelius, die also offenbar das ganze Leben lang anhielt. Und der letzte Block, das sind Liederdichtungen, Heilige Katechismuslust in 24 geistlichen Liedern, 1736, ein himmlisches Vergissmeinnicht mit 109 geistlichen Liedern und weitere Evangelienlieder, 1737. Also Warmuth hat insgesamt vier Liedersammlungen veröffentlicht, die sein Interesse an der Thematik, denke ich, doch ganz gut belegen, auch wenn diese Drucke alle nicht außer der eine eben erhalten sind. Ganz besonders interessant finde ich die Evangelienlieder. Da heißt es ja weiter, wie solche durchs ganze Jahr hindurch über die Evangelien verfertigt, benebst den dabei gesetzten Symbola einer jeden Predigt in einem Jahrgange, nebst der kurzen Disposition jeder Predigt, und zwar 1737. Das heißt, es müsste sich eigentlich auf das erste Amtsjahr von Warmuth in Schortau beziehen, wo er also anscheinend eine Predigtreihe veranstaltet hat, die sich explizit auf Kirchenlieder bezieht. Die Predigten müssen dann in dieser Kirche hier, ich habe Ihnen mal den heutigen Zustand mitgebracht, also dort müssen die gehalten worden sein. Und ich frage mich halt, vielleicht ganz verwegen, aber könnte es nicht sein, dass sich Warmuth in seinem ersten Jahr als Pfarrer einem ganz besonderen Erlebnis erinnert hat, was er in Leipzig zu dieser Zeit vielleicht mit den Predigten, die Bachs Choralkantaten begleitet hat, ja, also wie er das erlebt hat und nun versucht hat, selber ein ähnliches Projekt zu starten. Auch dieser Druck ist also, diese Evangelienlieder sind leider nicht erhalten, sodass wir da einem Vorwort leider auch nichts Näheres entnehmen können. Ich möchte kurz zusammenfassen. Wir haben hier also mit Christian Warmuth jemanden, der interessiert ist an Liedern, an Liederdichtungen und an deren Auslegung, der anwesend war in Leipzig, als der Choralkantatenjahrgang aufgeführt wurde, zumindest als er konzipiert worden sein muss, und der zu dieser Zeit als Kantatendichter belegt ist, der außerdem eine starke Verbindung zur Thomasschule aufweist. Natürlich müssen jetzt, nehmen wir mal an, er hätte die Choralkantatentexte gedichtet, müssen das nicht zwangsläufig diese Texte sein, die in den projektierten Druck eingeflossen sind. Vielleicht hat Warmuth auch schon einzelne Texte zu Bachs ersten Jahrgang geliefert, hat die dann vervollständigt und als eigenen Jahrgang herauszugeben gedacht. Vielleicht ist Warmuth sogar an der Wiederaufführung der Johannespassion 1725 beteiligt gewesen. Es ist ja öfter vermutet worden, dass die heute belegte Fassung nur als Notbehelf
anzusehen ist. Andreas Glöckner hat das im letzten Bach-Jahrbuch zuletzt ausgeführt und hat dort vermutet, dass eigentlich 1725 eine Neukomposition von Bach, einer Passion, geplant war, die dann aber wegen des Ausfalls des Textdichters nicht zustande kam. Hier hätten wir mit Warmuths Bewerbung nach Querfurt im März 1725 einen Anhaltspunkt. Und könnte es nicht theoretisch sogar sein, dass die zusätzlichen Arien, die 1725 in die Johannespassion integriert wurden, später wieder verworfen wurden, vielleicht die Relikte dessen sind, was bis zu Warmuths Abgang schon fertiggestellt war. Natürlich ist all das, was ich hier vermute, so lange reine Spekulation, also bis wir ein Exemplar dieses Textdrucks finden, der gottergebenen Seele. Sie können sich sicher sein, dass ich die ganze Region um Merseburg und Weißenfels, möchte nicht sagen terrorisiert, aber vielleicht mit Anfragen gut versorgt habe, ob es nicht alte Bücherbestände gibt. Es gibt interessanterweise, gerade letztes Jahr ist ein Projekt von der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland gestartet worden, die eben alte Pfarrbibliotheken auch in sehr kleinen Orten systematisch erschließen will und verzeichnen will. Und vielleicht ist da wirklich noch so ein bisschen Hoffnung, dass man ein versprengtes Exemplar dieses Drucks tatsächlich eines Tages noch auffindet. Aber soweit es ist, muss ich Sie mit Hypothesen vertrösten und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank für diesen inhaltsreichen Vortrag. Darf ich um Wortmeldungen bitten? Ja. Lydia Fluchenewey von den Niederlanden. Von Nederland. Ich habe meine Dissertation gemacht und 2020 meine Prüfung dazu gemacht über die, genau diese interessante Informationen über Chamelius. Und ich habe 8 Choralkantaten ganz durchsucht mit diesem Text und die Noten, die Anmerkungen. Und vieles weist darauf hin, dass genau diese Anmerkungen zurückzufinden sind in die Texte. Und auch Anweisungen für die Musik. Zum Beispiel die Choralöffnung von BWV 38 aus Die von Notes schrei ich zu dir. Da steht auch etwas drin, was Bach in die Musik benutzt hat. Ein Hinweis zu Veit Dietrich über Psalm 51 und 130, die Kombination. Und das findet man zurück in die Musik. Die erste Mal aus Die von Notes schrei ich zu dir. Und dann singt man das noch einmal auf eine andere Melodie und das ist die Melodie von Erbarm dich mein, o Herr Gott. Das ist Psalm 51. Na, es gibt mir mehr zu erzählen, aber nicht hier jetzt. Das klingt alles sehr spannend, da werde ich mit Sicherheit nochmal ganz genau reinschauen. Ja, ja. Weitere Wortmeldungen? Ja, Bernd, ich finde das insgesamt, die Indizien, die du zusammengetragen hast, sehr plausibel. Klar, jetzt hätte man gerne den Druck oder ein Exemplar. Ich drücke die Daumen, dass das klappt. Ich habe jetzt nur eine oder zwei Punkte, die vielleicht zu bedenken wären. Einmal der Titel Kantaten statt einer Kirchenmusik deutet ja eher, wenn man das ernst nimmt, das Neumeistervorbild auf ganz frei gedichtete Dinge. Mhm. Die Frage wäre, ob das Libretto einer Choralkantate tatsächlich als Kantata also bezeichnet werden könnte. Immerhin ist ja kein biblisches Diktum da drin. Und das Zweite ist dieser Hinweis, dass der Warmuth nach der Erfahrung des Gottesdienstes sich hinsetzt und anfängt zu dichten. Das müsste ja streng genommen bedeuten, dass er dann für das Jahr drauf, also dass der Text, den er dann dichtet, erst im Jahr drauf musiziert werden kann. Ne? Und da ist dann
vielleicht ein kleiner Widerspruch mit diesem Abbruch des Choralkantatenjahrgangs, denn streng genommen müsste der ja schon einfach alles durchgedichtet haben, wenn er es tatsächlich... Ja, also das, was ich hier jetzt mit Chamelius und so gezeigt habe, das fokussiert natürlich sehr diesen Choralkantatenjahrgang, aber ich würde es halt auch gar nicht ausschließen, dass vielleicht auch nur eben einzelne Texte des ersten Jahrgangs von Warmuth stammen und dass diese dann in diesen Druckjahrgang eingeflossen sind. Weil wirklich, also so als Kantaten würde man wahrscheinlich die Choralkantaten zu dieser Zeit nicht bezeichnen, das stimmt. Und was das mit dem Dichten nach dem Gottesdienst anbelangt, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen so ein Topos ist. Ich glaube, man findet das auch bei Christoph Bürkmann, da hatte ich mit Christine schon mal geredet. Und ich glaube, bei Neumeister gibt es irgendwo auch so eine Bemerkung. Also ich glaube, die Dichter wollten sich damit einfach nur so in so eine ja, Arbeitsamkeit stellen, dass man eben sagt, am Sonntag, da macht man natürlich dann noch mehr geistliche Sachen und rechtfertigt das damit so ein bisschen. Also da wäre ich mir nicht so sicher, ob man das wirklich so wortwörtlich nehmen sollte. Ja. Ein Nachtrag noch aus Darmstadt, also von Lichtenberg, von Graupners Schwager, ist überliefert, dass er sich ganz klar äußert. Er hört dann 1741 auf mit der Kantatendichtung für Graupner und sagt, also das Feuer brennt nicht mehr so. Früher hat er am Sonntag 4 Kantaten am Stück geschafft und jetzt wird es weniger, jetzt sind es nur mehr 2 und eine und er hat jetzt keine Lust mehr und hat dann auch den Betrieb eingestellt. Das hat dann Graupner gezwungen, sozusagen die Libretti, aus denen er Texte nicht vertont hatte, rückwärts nochmal zu vertonen. Also der greift dann sozusagen auf diese Dichtungen zurück, die Grünewald eingelegt hat an den Sonntagen, an denen Graupner nicht komponiert hat. Ja, also das zeigt ja quasi, dass nicht zwangsläufig der Kantatentext für den Sonntag auch an diesem Sonntag gedichtet werden muss, logischerweise. Ja. Eine letzte Wortmeldung, Frau Scheidler. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Was den Chamelius anbetrifft, möchte ich ein bisschen Wasser in den Wein gießen, denn das sind halt Dinge, die waren so weit verbreitet, die er da zusammenfasst. Und man müsste immer die Originalität und die spezifische Aussage, die mit nichts zu vergleichende Aussage jetzt bei Chamelius herausziehen, um wirklich zu beweisen, dass er dahinter steht und nicht eine wahnsinnig breite und ubiquitär vorhandene Information. So viel dazu. Was das Dichten am Sonntag anbetrifft, geht es so weit zurück. Das ganze 17. Jahrhundert ist voll von Dichtern, die sagen, ich brauche gar nicht in die Kirche zu gehen, denn ich habe meine Andacht zu Hause dichtend verrichtet. Sigmund von Birken ist ein allsonntägliches Beispiel dafür. Ich hätte aber noch eine Frage, die ein bisschen abseits liegt. Der Mann hat Disticha. Übrigens, was diese Predigten anbetrifft, ne? Liederpredigten waren ja üblich, aber das Zusammenfassen von Predigten dann in ein Lied oder in, wie er das auch hat, in einen Spruch, das gibt es auch schon im 17. Jahrhundert bei Dilher. Und jetzt daran anknüpfend eine Frage, diese Disticha betreffen, die sind bei ihm zwar lateinisch, aber da haben wir ja schon weite Traditionen bis zurück zu Mathesius im 16. Jahrhundert. Und jetzt gibt es dann eine Dissertation, die ich mitbetreue in der Schweiz, über allerdings deutsche Disticha, die dann vertont worden sind, Evangeliendistichen. Und daher meine Frage, kennen Sie sowas in Vertonungen? Also ich nicht. Ich bin auch sehr dankbar für den Hinweis. Ich wusste mit diesen zwei Titeln, also was hier das dritte und vierte ist, auch nicht viel anzufangen. Danke für den Hinweis, ja. Vielen Dank. Ich glaube, wir müssen weitermachen. Die nächste Referentin, Christine Blanken, hat ihre Sporen in der Bachforschung in Göttingen verdient, nachdem sie in Wien auch studiert hat und über Schubert gearbeitet hat. Sie hat damals den Göttinger Bach-Katalog angelegt, der ja immer noch
die Grundlage auch für Bach Digital ist und inzwischen ein ganz anderes Format hat. Christine Blanken ist seit 2005 am Bach-Archiv tätig und hat in ganz verschiedener Weise zu der Thematik, mit der sich das Bach-Archiv befasst, beigetragen, unter anderem auch zu einem Textdichter, der inzwischen bestens dokumentiert ist. Und heute kommt ein anderer ins Spiel, Magister Brummer. Bitte, Christine. Ja, auch von mir einen herzlichen guten Morgen zu dieser Session, in der wir konkurrierend miteinander, Bernd und ich, zwei mögliche Textdichter zeigen, ohne am Ende richtige Belege für unsere wunderbaren Hypothesen, wie ich finde, bringen zu können. Ich verfolge einen ganz anderen Ansatz als Bernd, aber das kommt aus der Materie. Bereits in der Vorrede der 72 Kantatentexte, die Bachs Librettist Christoph Birkmann als Sabbatszehnten 1728 in Nürnberg drucken ließ, geht er vage auf Entlehnungen bei den Libretti ein. Den Anfang hierzu, schreibt er, habe schon vor einigen Jahren auf Einraten eines guten Freundes gemacht, der mir selbst etliche Stücke vorgearbeitet, die auch wegen ihrer Natürlichkeit und Nachdruck dieser Kollektion einverleibt sind. Später in seiner Autobiografie wird er im Rückblick auf sein Kantatenschaffen präziser. So wurden auch, als ich noch in Hersbruck lebte, auf Veranlassung dasigen Herrn Pflegers, das ist Johann Friedrich Pömer, meine Sabbatszehnten oder Kantaten auf alle Sonn- und Feiertage zum ersten Mal gedruckt und hernach, anno 1740, verbessert wiederaufgelegt. Diese Kantaten sind nicht alle meine Arbeit, sondern ich habe etliche von Magister Brummer und Herrn Engelhardt aufgenommen, um den Jahrgang vollständig zu machen, der von mir in Noten gesetzt und in Hersbruck auch anderweitig nachmals, Nachtrag, bei öffentlichem Gottesdienst aufgeführt worden. Also Birkmann, der Librettist und gleichzeitig der Komponist dieser Kantaten, von denen Bach auch einige komponiert hat. Da etliche Kantatentexte für Bach Teil genau dieser Birkmannschen Sammlung sind, lässt sich durch diesen Druck Birkmann als Bachs Kantatenlibrettist im dritten Jahrgang dingfest machen. Der Passus zu den Sabbatszehnten ist bezeichnenderweise aber nicht Teil des lange bekannten Birkmann-Leichenpredigtdrucks Wohlverdientes Ehrenmahl aus dem Jahre 1772, mit seinen ausführlichen autobiografischen Zitaten. Er findet sich nur im Autograph Birkmanns und einer Abschrift davon. Und dieses ist bezüglich der hier erwähnten Namen aus Birkmanns Leipziger Studentenzeit weitaus genauer als der Leichenpredigtdruck. Mit diesem Magister Brummer und auch ein bisschen mit Herrn Engelhardt werde ich mich nun befassen. Hier nochmal der Vergleich, Leichenpredigtdruck 1772 gedruckt und eben die Autographe-Fassung, die aus den frühen 1740er Jahren, glaube ich, ist. Erstmal Herrn Engelhardt, wer ist das? Das Birkmannsche Stammbuch, das in London in der British Library liegt und sehr interessant ist auch mit seinen Leipziger Einträgen, auch einigen musikalischen Einträgen, die eben gewisses Netzwerk unter Studenten zeigen. Dieses Stammbuch zeigt am 24. März 1726 einen Eintrag von einem Johann Philippum Engelhardt, der 1701 geboren wurde und 1725 in Leipzig immatrikuliert worden ist. Wie übrigens unzählige Theologen seiner Zeit verfasste auch er eine Autobiografie. Sie wurde in Auszügen in den Beiträgen zu den Actis Historico Ecclesiasticis veröffentlicht. So weiß man, dass dieser Engelhardt ein Pfarrersohn aus Winsbach war und über die Universität Altdorf 1725 eben nach Leipzig gelangte und hier etwas mehr als ein Jahr studierte.
Er wurde schließlich schnell in die Heimat zurückbeordert, um hier dem kränkelnden Vater, der ebenfalls Pastor war, zu assistieren. Nach verschiedenen Pfarrstellen starb er schließlich 1753 als Stadtkaplan in Langenzenn. Über seine Leipziger Zeit schreibt Engelhardt, bis er anno 1725 nach Leipzig zog und sich vornehmlich Pfeifern, Hoffmann, Hausen, Rüdigern zu Lehrern wählte, andere Lehrstunden aber auch nicht unbesucht ließ, wäre es meinen Gedanken nachgegangen, so wäre von Leipzig so bald nicht wieder weggezogen, zumal ich außer der schönen Gelegenheit, mich bei Magister Birnbaum per orando und disputando wöchentlich zu üben und so manchen geschickten Prediger hören konnte, auch bei Herrn von Ponickau freie Stube hatte. Und so weiter und so fort. Er muss dann weg und dem Vater dann unterstützen. Hier ein etwas im Zusammenhang dieses Zitat. Anders als bei Birkmann schreibt Engelhardt nirgends etwas über musikalische Interessen. Es lassen sich daher auch keine Konnexe zu Bach bilden. Auch spätere Akten aus den fränkischen Kirchengemeinden, in denen er wirkte, geben keinen Musikbezug her. Dass er gleichwohl ein gewisses poetisches Talent für dogmatische paulinische Theologie hatte, belegt seinen Stammbucheintrag für seinen Freund Birkmann, aus dem ich ausschnittsweise zitiere und der folgendermaßen überschrieben ist. Mors mortis morti mortem mors morte redemit. Der Tod, das Schrecklichste, kann nicht mehr schrecklich klingen. Der Fürst des Lebens gibt sich selbst im Tode hin. Der kann des Todes Macht durch seinen Tod bezwingen. Der Glaube spricht daher, der Tod ist mein Gewinn. Und der Gerechte ist selbst in dem Tode fröhlich. Er weiß, dass nur die Sünd in seinem Tod verdirbt. Er stirbt der Sünde ab, drum ist sein Tod so selig. Weil er stirbt, ehe er stirbt, stirbt er nicht, wenn er stirbt. Und kommt der Tag des Todes, so ist es ihm nicht kläglich. Es steht bei jedem Tag der Schluss, ich sterbe täglich. Ziemlich sicher ist Engelhardt, also der gute Freund, der ihm laut Vorwort der Sabbatzehnten geraten hatte, seine Kantatentexte zu einem vollständigen Jahrgang zusammenzufassen und der ihm selbst etliche Stücke, wie Birkmann sagt, vorgearbeitet hat, die auch wegen ihrer Natürlichkeit und Nachdruck dieser Kollektion einverleibt worden sind. Dieser Kollektion. Halten wir fest, Engelhardt ist nur kurz in Leipzig. Zu kurz, um zum Beispiel für Bachs ersten oder zweiten Jahrgang als Dichter in Frage zu kommen. Und die 6 Solokantaten, die im Herbst, Winter 26 von Bach vertont werden, Kreuzstabkantate, ich dann etwas später, ich habe genug, Gott allein soll mein Herz haben, alle diese Ich-Kantaten sind einige Monate nach Engelhardts Leipziger Zeit entstanden. Es bleibt also vorerst offen, welche Dichtungen des Freundes in den Sabbatszehnten weiterverarbeitet wurden. Da dieser Librettodruck erst vom Herbst 1728 stammt, können es auch Kantaten gewesen sein, die erst nach der Leipziger Zeit Birkmanns und Engelhardts entstanden sind, als beide zurück in Franken waren. Wenden wir uns nun also der zweiten Person zu, die Birkmann erwähnt. Wer ist jener Magister Brummer? Unter den Universitätsabsolventen mit Magistertitel, die in den 1720er Jahren in Mitteldeutschland oder in Franken, weil Birkmann Franke ist, namhaft zu machen sind unter dem Namen Brummer, kommt aus verschiedenen Gründen nur ein einziger als Kandidat, als Librettist für Bach eventuell in Frage. Es muss sich um den 1716 in der Leipziger Matrikel gelisteten Adrian Brummer handeln. Dieser war 1694 in Leipzig geboren und wurde 1719 in Leipzig magistriert. Er war der älteste Sohn des Juristen und Ratsherren Dr. Michael Brummer, 1668 bis 1742. Brummer Senior war in Utrecht promoviert worden und in Leipzig als Assessor beim Stadtgericht tätig. Und als Ratsherr kennen wir seinen Namen natürlich aus einigen Bach-Dokumenten. Er ist einer, der immer Etiam sagt, wenn es um irgendeine Entscheidung gibt. Also er stimmt der Mehrheit meistens zu und auch bei der Wahl Bachs zum Kantor. Die alteingesessene und weit verzweigte Leipziger Familie Brummer
ist quasi mit allem und jedem in Leipzig verwandt oder verschwägert, darunter vor allem mit einflussreichen Personen aus der Gruppe der Bürgermeister und Ratsherren. Zum Beispiel ist er auch mit Christiane Marianne von Ziegler verwandt, denn deren Mutter war auch eine geborene Brummer. Und wie wir noch hören werden, ergeben sich aus weiteren persönlichen Verbindungen durchaus einige Anhaltspunkte für die Frage, die hier im Raum steht: War Magister Brummer ein Textdichter Bachs? Gehen wir weiter in seiner Biografie. Ein Herr, Magister Adrian Brummer aus Leipzig, hielt am 29. September 1725 seine Antrittspredigt in der Peterskirche. Und schon 5 Jahre später hielt er seine Abschiedspredigt, kam darauf nach Technitz, heißt es im Verzeichnis derer Prediger in Leipzig. Er trat in Leipzig demnach gemeinsam mit Christoph Wolle, Bachs späteren Beichtvater, an der Thomaskirche, ein Katechetenamt an der Peterskirche an. Es scheint sich also um eine Leipziger Pastorenkarriere zu handeln, die hier ihren einigermaßen regulären Gang geht. Wie aus immerhin 3 akademischen sogenannten Disputationen hervorgeht, in denen Brummer jeweils als Respondent genannt wird, schwankte die Karriere jedoch zwischen Universität und Kanzel. Meditatio Philosophica de Logica Naturali, eine philosophische Disputation. De efficacia verbi humani et delis imprimis quae eam adjuvant, ebenfalls etwas Philosophisches, und dann eine alttestamentliche Disputation, De Codicis Hebrei Origine Divina, unter dem Präses Johann Gottlob Kapzow, der gleich noch eine Rolle spielen wird. Wie es sich seinerzeit für eine akademische Laufbahn gerade in Leipzig gehört, ist Brummer Mitglied in mehreren akademischen Kollegien oder Kolloquien, dem Collegium Disputatorium Privato Publico Kapzowianum um 1720. Das ist ein öffentlicher universitärer theologischer Zirkel unter dem Theologieprofessor für Hebräisch Johann Gottlob Kapzow. Es gibt mehrere Kapzow zu der Zeit, deswegen betone ich das. Er ist auch Mitglied im donnerstäglichen großen Predigerkolloquium seit 1722. Das ist eine nicht öffentliche Zusammenkunft von Pfarrern oder Pfarramtskandidaten, die sich gegenseitig im Paulinum Predigten hielten und diese danach diskutierten. Und er ist Mitglied in der deutschübenden Poetischen Gesellschaft, und zwar schon sehr früh, seit 1722 circa. Und 1727 ist diese Gesellschaft dann von Gottsched umbenannt worden in Deutsche Gesellschaft. Das ist eine Zusammenkunft, in der man Reden hält, die deutsche Sprache pflegt, zum Beispiel auch in Gedichten, von denen einige gedruckt in Bänden vorgelegt wurden, vorzugsweise sind dies Oden, aber auch in freien Reden sich übte. Welche Predigten Brummer im donnerstäglichen großen Predigerkolloquium gehalten hat, ist nicht zu eruieren. Auf das Collegium Disputatorium Privato Publico Kapzowianum geht jedenfalls die 3. der 3 Disputationen zurück. Sie ging 1728 in die bedeutende Publikation seines theologischen Lehrers Kapzow auf, De Codicis Hebrei Origine Divina. Der orthodox-lutherische Theologe Johann Gottlob Kapzow war unter anderem zunächst außerplanmäßiger Professor für orientalische Sprachen, dann 1719 ordentlicher Professor für Hebräisch und veranstaltete bis 1730 das sogenannte Collegium Disputatorium, in dem dieser Brummer auch Mitglied war. Aber seit 1714 war Kapzow ebenfalls Archidiakonus der Thomaskirche, wo er auch wohnte. Für unser Thema ist also dieser Bezug zwischen Brummer und Kapzow als Archidiakon an St. Thomas mehr als nur eine Fußnote. Ich gehe aufgrund von Brummers quasi Mitautorschaft für De Codicis Hebrei Origine Divina seines Lehrers davon aus, dass man Brummer im engen Umfeld Kapzows verorten kann.
Außerdem taucht Brummer auch öfters in den Kommunikantenverzeichnissen der Thomaskirche auf, das heißt in den Listen derjenigen, die zum Abendmahl gegangen sind. Ebenso wie Karpzow hörte er auch Brummer, also Bachs Kirchenmusik, des Öfteren. Zu Karpzow gab es von Seiten der Bachs nicht nur ein nachbarschaftliches Verhältnis am Thomaskirchhof, beide waren auch durch eine Patenschaft miteinander verbunden. Die älteste Tochter Sophia Benedicta wurde am 1. Januar 1730 eine der Paten von Christiane Benedicta Luisa. Vorerst lassen sich diese Verbindungslinien noch nicht weiter verstärken, doch sie suggerieren, dass für Bach in seiner Anfangszeit gerade ein Karpzow und sein Colloquium Disputatorium einen sehr geeigneten Weg eröffnet haben mögen, eloquente junge Theologen zu finden, die für das Verfassen von Kirchenmusiktexten geeignet waren und dabei auch einen geeigneten theologischen Horizont mitbrachten. Dass dieser orthodox lutherisch war, offenbart eine kurze Gratulationsschrift Brummers von 1720 mit dem Titel »Die Hoffnung evangelischer Wahrheit auf ihre Verteidiger« wurde bei gehaltener Magisterwürde, es folgen fünf Namen, vorgestellt, den 15. Februar 1720 und im Namen des Collegii Disputatorie Karpzowiani ein Glückwunsch abgelegt von Magister Adrian Brummern. In sehr weitschweifigen gelehrten Alexandrinern wird hier der Lehrer Karpzow zugleich als Führerfigur Aaron sowie als Pharos, also der Leuchtturm bei Alexandria, und die fünf frisch gekürten Magister als Helden Israels der unverfälschten Wahrheit beschrieben. Entsprechend dem Lehrgebiet Karpzows zieht Brummer eine große Anzahl von alttestamentlichen Metaphern und Vergleichen heran und dokumentiert hier seine poetische Finesse. Dass Brummer auch hohe poetische Ambitionen verfolgte, suggeriert seine frühe Mitgliedschaft eben in der deutschübenden poetischen Gesellschaft bereits seit 1722, also vor Gottscheds Ankunft, auch wenn von ihm in den Publikationen der Gesellschaft nur drei Belege veröffentlicht wurden. Darunter eine Antwort im Rahmen des Aufnahmerituals in die Gesellschaft von einem Johann Georg von Ponickau. Und diese wurde in den Reden und Gedichten 1732 veröffentlicht. Und dann gibt es zwei weitere Gelegenheitsgedichte in der vierteiligen Sammlung der Gesellschaft, der Deutschen Gesellschaft Oden. Brummer ist allerdings bisher nicht namhaft zu machen als Gelegenheitsdichter, den man für entsprechende Gedichte beauftragen konnte. Das muss nicht unbedingt etwas heißen, da die meisten gedruckten Hochzeitsgedichte sowieso keinen Autornamen angeben. Einige der unter seinem Namen gedruckten Gelegenheitsgedichte sind aufgrund persönlicher Verbindungen entstanden und im akademischen Umfeld zu verorten. Eher privater Natur ist das folgende. Da ein verborgener Schluss aus Gottes weisem Rate, hochteurer Lehmann, dir dein Herze rauben lässt, so weint zugleich mit dir ein hochbetrübter Pate, Adrian Brummer, 1716 veröffentlicht. Die Frau Lehmanns, Regina Elisabeth, starb sehr früh, ich glaube im Kindbett. Und wer ist dieser Lehmann? Ich glaube, circa 50% haben den Namen hier schon mal gehört. Es ist der Baumeister Lehmann, auch Ratsherr und auch Vorsteher der Thomasschule. Also hier eine direkte Verbindung zwischen Brummer und der Thomasschule auch, die ich ganz interessant finde. Für unser Thema interessant ist natürlich auch sowas wie das folgende Hochzeitsgedicht für einen Freund und dessen Frau, und da gibt es auch eine kleine musikalische Anspielung, denn dieser Freund war unter Kuhnau auch ein Thomaner. Er ist jetzt, hat seine Stelle in Oberwiese angetreten und verlässt Leipzig. Das nur eben als Zeugnis für solche Gelegenheitsschriften zu Hochzeiten auch. Ein vermutlich erstes Gedicht aus dem Jahre 1700
war bereits mit dem Namen Adrians und seines jüngeren Bruders Friedrich Konrad unterzeichnet. Es wurde zum Tod des Urgroßvaters und natürlich Namensgebers Adrian Steger verfasst, der ziemlich häufig Bürgermeister in Leipzig war. Also, dass Brummer bestens vernetzt war in Leipzig, ist also unzweifelhaft. Doch was sagt dies aus über die Wahrscheinlichkeit, dass er Bach als Textdichter empfohlen worden war? Ich weiß es nicht, das müssen weitere Forschungen, zum Beispiel Zusammenhänge dazwischen. Was ist mit den ganzen alttestamentlichen Anspielungen in Bachs Kantatentexten der ersten drei Jahre, sage ich mal? Das müssen jetzt weitere Untersuchungen noch bringen, die ich noch nicht angestellt habe. Wie dem auch sei, die Karriere des mittlerweile Mit-30ers Brummer gerät 1729 mächtig ins Stocken. Brummer nimmt nicht den Weg, den zur selben Zeit andere Katecheten an der Peterskirche gehen, zum Beispiel Christoph Wolle, Gaudlitz oder Romanus Teller, die vom Rat der Stadt in ein Leipziger Amt befördert werden und zum Beispiel an der Thomaskirche Karriere machen. Der Sohn des Ratsherrn und Stadtrichters wird stattdessen 1729 nur für eine kleine Pfarre in Technitz bei Döbeln vorgeschlagen. In den 10 Jahren, in denen er sich in Leipzig als Magister der Theologie im akademischen Umfeld bewegt hat, scheint Brummer offenbar sich Feinde gemacht zu haben, die zu einer aktenkundigen Affäre im Jahre 1729 führten. Das Universitätsarchiv Leipzig bewahrt im Bestand des Gerichtsamts eine umfangreiche Akte auf, die vage Kenntnisse über einen Vorgang gibt, der sich 1729 zugetragen haben soll und der Adrian Brummer um ein Haar seine Vokation auf die Landpfarre in Technitz gekostet hätte. Ich fasse diese sehr umfangreiche Verleumdungsakte mit den vielen Zeugenbefragungen hier nur zusammen. Es ist Wahnsinn, was damals für ein Aufwand betrieben wurde, der letztlich dazu führte, dass Brummer sozusagen sein Amt antreten konnte. Also es habe, heißt es, eine vornehme Person aus Leipzig, deren Namen aber nicht zu erfahren steht, die hohen Herren Räte in Dresden angeschrieben, wegen des angeführten akademischen Lebenswandels, und er hätte diesen Brummer abgemahlet. Ja, Brummer sei der Trunksucht und dem Spiel ergeben und hätte sich nachts in das Halseisen am Rathaus angekettet, also an den Pranger selbst da eingesperrt. Die Wachleute werden zu Hilfe gezogen und vor dem Gerichtsamt und die sagen, nee, das kann gar nicht sein, das hätten wir gemerkt. Die Freunde sagen, nee, Spielsucht hat es nie gegeben. Und unter den Freunden ist übrigens auch der Sohn eines anderen bekannten Bürgermeisters, nämlich Platz, der auch im Bachschen Bewerbungsverfahren eine Rolle spielt. Der Sohn, das ist ein Freund von Brummer. Also sozusagen die Söhne der VIPs von Leipzig, die halten hier wirklich mächtig zusammen. Am Ende setzt der Stadtrichter Dr. Michael Brummer alle Hebel in Bewegung, die Vokation seines Sohnes ins Pfarramt und den guten Ruf der Familie zu retten. Er schreibt der Uni und dem Kurfürsten nach Dresden, dass dieses Verfahren beschleunigt werden soll. Das passiert dann auch und am Ende wird er nach Technitz berufen. Soweit eine lange, komplizierte Geschichte. Kleines Schlusskapitel. Ich nehme jetzt einen Perspektivenwechsel vor. Bach benötigt für seine Kantaten sofort ab Dienstantritt geeignete Dichtung. Für eine Verwendung bereits vorliegender oder gedruckter Jahrgänge gibt es keinen Hinweis. Gleichzeitig ist kein einziger Name eines Verfassers neuer Kantatentexte in den ersten 2 Jahren bekannt. Wir befinden uns also wirklich in einem totalen Dunkel. Einer meiner Ansätze, mich der Frage zu nähern, wer Texte für Bach gedichtet haben könnte, besteht darin zu fragen, auf welche Weise Bach versucht haben könnte, geeignete Dichter mit theologischer Vorbildung zu finden. Mein erster Vorschlag war nun also das Umfeld des Archidiakons und Alttestamentlers Johann Gottlob Carpzov. Ein weiteres mögliches Szenario ist die Rolle des Rhetorikdozenten Johann Abraham Birnbaum, der in der Bach-Biografik so richtig erst Mitte 1730er Jahre in Bachs Leben zu treten scheint. Meine Forschungen zu Christoph Birkmann legen indes nahe,
dass bereits früher mit einer Verbindung zwischen Bach und Birnbaum zu rechnen ist. Gehen wir dieser Spur nach. Hier schreibt es der Bückmann, weil bei Magister Birnbaum im Hause war, bediente mich der schönen Gelegenheiten, die sich wöchentlich in Redübungen und Verteidigung vermischter Sätze darbot und so weiter und so fort. Wie wir anhand der Biografie Adrian Brummers gesehen haben, spielten diese Kollegien oder Rednergesellschaften, Predigergesellschaften eine große Rolle in der akademischen Bildung an der Uni Leipzig. Das Kollegium Birnbaums ist vergleichsweise unbekannt und lässt sich ausschließlich durch einige Biografien von Theologen rekonstruieren. Bereits der genannte Kommilitone Engelhardt, Sie erinnern sich vielleicht, er erinnert sich der schönen Gelegenheit, mich bei Magister Birnbaum per Orando und Disputando wöchentlich zu üben und hier so manchen geschickten Prediger zu hören. Neben Birkmann und Engelhardt konnte ich weitere Belege finden, dank Google-Forschung. Weitere drei Pastoren nennen auch das Kollegium Birnbaums für wichtig für ihre Theologenausbildung. Die Zitate belegen, dass Birnbaum zumindest in den 1730er und 40er Jahren Rhetorik und Philosophie unterrichtete und ein Rhetorikkolloquium unterhielt, in früherer Zeit bereits. Und dieses war kein geschlossener akademischer Zirkel, wie die meisten bekannten Kollegia, sondern gerade auch Studenten offenstehend und hatte daher viele wechselnde Teilnehmer und deswegen ist es nicht bei Sikul erwähnt, der alle Kolloquien sonst penibel benennt. Ich habe über diesen Birnbaum und sein Kolloquium schon mal vor einigen Jahren bei der American Bach Society Tagung berichtet, aber immer noch nicht schriftlich verfasst. Jetzt meine neuen Forschungen zu Magister Brummer geben dem Ganzen eine neue Note, von denen ich jetzt berichte. Aber einiges habe ich eben schon damals in Notre Dame zum Besten gegeben. Einige sind hier auch da. Birnbaum, zudem heißt es in einem juristischen Lexikon von 1748, er hat Jura studiert, war 1721 Magister geworden, er lieset philosophische, oratorische und juristische Kollegia. Sein gegenwärtiger Zustand muss ihm ganz wohl gefallen, weil er niemals einen höheren Gradum armiert, ungeachtet er Geschicklichkeit genug besitzet und er hat eine schöne Bibliothek. Ja, Birnbaum selbst war auch Mitglied in mehreren Gesellschaften, einem Rhetorikkolloquium, das sehr berühmt war in ganz Sachsen, dem Collegio Oratorio Schmidiano, also von Professor Schmid, ein berühmter Rhetoriker der Zeit in ganz Sachsen. Er war auch Mitglied der vertrauten deutschen Rednergesellschaft, dem Collegium Germanicum Rivianum und als Gottsched von Königsberg nach Leipzig floh, war er auch in diesen Gesellschaften Mitglied. Die Themen seiner Reden sind nur ganz sporadisch überliefert in den Teutschen Reden, zwei Bände von Birnbaum. Das ist jetzt hier nicht mein Thema. Ich möchte nur einen Konnex zwischen Birnbaum, Pikander und Birkmann hervorstellen. Nämlich, meine These ist, dass Bach durch einen poetischen oder rhetorischen Zirkel aus dem Birnbaumkreis auch Zugang zu geeigneten Kandidaten für geistliche Texte bekam. Nämlich die Großmutter Birnbaums besaß ein großes Haus am Brühl und die war verstorben und deswegen mussten die Erben penibel aufzeichnen, welche Einkünfte durch das Haus durch Mieter entstanden sind und welche Ausgaben es gab. Und jetzt gibt es, das passierte zwei Jahre lang, komplizierte Familienverhältnisse und so weiter. Und hier finden sich in den Mietzinsakten finden sich einige Namen, die jetzt für mich interessant sind. Hier haben wir den Herrn Birnbaum nach Hörensagen Brockmann geschrieben. Er sagt ja selbst, dass er bei Birnbaum wohnte, also muss er es sein. Dann taucht hier ein Monsieur Henrizi auf. Und später ist noch für mich interessant ein Monsieur Hennigen. Das sind Namen, die eben aus der Bach-Biografie und aus Bachschen Werken bekannt sind.
Immerhin war dieses genau das Jahr, in dem Christian, in dem Henrici, also Picander, seine ersten Libretti für Bach schrieb. 1725 hat er die Sammlung erbaulicher Gedanken drucken lassen. Sie enthält das berühmte Passionsoratorium, über das wir nicht wissen, ob Bach jemals das plante zu vertonen. Es enthält Bausteine, Textbausteine für weitere Bach-Kantaten, Libretti, BWV 19 und 148. Und rekapitulieren wir kurz, was sonst noch an Zusammenarbeit zwischen Henrici und Bach stattfand. Der Herzog von Weißenfels feierte seinen Geburtstag mit der Kantate BWV 249 in der ersten Fassung. Der Reichsgraf von Flemming feierte seinen Geburtstag. Die zweite Fassung ist für ihn bestimmt gewesen. Und dann im August 25 ist es der Namenstag des Juradozenten August Friedrich Müller mit BWV 205 befeiert. Und diese drei Gedichte erscheinen dann auch in der Sammlung Erzscherzhafte und satirische Gedichte 1727. Der genannte Hennecke auch, bei dem könnte es sich um Johann Christian Hennecke handeln, der später das Schloss Wiederau kauft. Und Henrici widmet ihm den vierten Teil seiner ernstscherzhaften und satirischen Gedichte. Er wird auch erst 1723 in den Adelstand erhoben. Er könnte eben auch bei den Birkmanns gewohnt haben, wenn man das Ganze, man muss diese Namen sich immer sächsisch ausgesprochen vorstellen und dann ins Hochdeutsche transferieren. Das habe ich von Herrn Schulze gelernt, wie man das macht. Ja, also vielleicht nur ein Zufall, dass die alle bei Birnbaum wohnten, in diesem Haus, wo man öfter über mehrere Monate gewohnt hat. Hennecke war jedenfalls Bergrat in Zeitz und Stift Naumburg und könnte sich öfter in Leipzig aufgehalten haben und hier auch auf Henrici getroffen sein, wodurch sich erklären würde, dass er ihm den Band widmet und dass es überhaupt eine Kantate dann gibt. Das könnte eben alles auf Henrici zurückgegangen sein. So, für Bach, letzter Satz, für Bach scheinen solche Multiplikatoren, Birnbaum, Karpzow, in seinen frühen Jahren enorm wichtig gewesen zu sein. Diese Vermittlerfunktion lässt sich zwar nur erahnen und ich bin hier sicherlich noch nicht am Ende möglicher Forschung angekommen, die bisherigen Ergebnisse eröffnen meines Erachtens aber durchaus ein neues Tor für weitergehende Forschung zu Bachs Leipziger Netzwerk. Dass eine moderne Forschung zu Bachs heterogenen Texten gerade auch die Textdichter einzuschließen hat, dürfte unbestritten sein. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Wir haben die Zeit schon etwas überschritten, aber trotzdem würde ich noch zwei Wortmeldungen gelten lassen. Ich schlage vor, wir verkürzen die Pause etwas, um am Schluss nicht den Spielraum völlig zu verlieren. Ja, nur ein ganz kurzer Hinweis, weil da die kleine Stadt Hersbruck erwähnt wurde, die spielt auch bei Telemann eine Rolle, denn Telemann hat für die Einweihung der neu erbauten Stadtchöre in Hersbruck die Einweihungsmusik komponiert. Das war in den 1730er Jahren. Also Telemann war immer und überall. Also für weitere Forschungen brauchen wir, glaube ich, viel Glück. Das gilt sowohl für die Fragen, die Bernd Koska aufgeworfen hat, wie auch Christine Blanken. Wir haben ja nicht damit zu rechnen, dass wir die Privatkontrakte, die der Kantor Bach mit seinen studentischen Textdichtern abgemacht hat, dass wir da irgendwas finden. Vermutlich ist das auch nur mündlich abgelaufen und wir müssen uns vorstellen, dass wahrscheinlich diese Textdichter aus den Einnahmen der gedruckten Textbücher bezahlt wurde. Also jedenfalls ist das eine Privatangelegenheit zwischen dem Komponisten und dem studentischen Textdichter.
wobei wir eben, wie gesagt, auf keine offiziellen Dokumente hoffen dürfen und weiterhin spekulieren können und sollen. Und ich hoffe, dass also die vermissten Drucke und sonstige Unterlagen doch noch im Laufe der Zeit auftauchen, sodass wir nicht total im Spekulativen uns bewegen müssen. Herzlichen Dank und ich bitte, dass wir uns um 11 Uhr wieder hier versammeln für die letzten beiden Vorträge. Vielen Dank. Donnerstag, den Revers vom 19. April 1723 erwähnt und da steht drin, dass sich Bach binnen 3, höchstens 4 Wochen im Amt einzufinden hätte. Das war exakt das Pfingstfest. Das ist logisch, denn Pfingsten begann an der Schola Thomana das neue Schuljahr. Aber wer nicht kam, war Bach. Was in den 2 Wochen danach noch passiert, das wissen wir nicht, aber hier scheint auch irgendwie eine Informationslücke zu sein. Damals konnte Bach kaum ahnen, dass ihm ein zäher und schier aussichtsloser Streit mit der Universität bevorstehen würde. Nämlich 3 Wochen vor seiner Wahl zum Thomaskantor hatte ja das Universitätskonzil eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Nach längerem Schwebezustand wurde nämlich Johann Gottlieb Görner am 3. April 23 die Musik in den neuen Gottesdiensten der Paulinerkirche übertragen. Diese sind ja, wie wir gehört haben, schon 1710 eingeführt worden. Aber die Verantwortung für die Musik in den traditionellen alten Gottesdiensten, also zu den Feiertagen an Weihnachten, Ostern, Pfingsten und zum Reformationsfest, sowie die Musik zu den feierlichen Redeakten, den Orationen, all das sollte weiterhin beim Thomaskantor verbleiben. Die Existenz von 2 musikalischen Leitern musste allerdings zu Missverständnissen und Konflikten führen. Selbst einige Vertreter im Universitätskonzil schienen das Modell dieser sonderbaren Arbeitsteilung zunächst nicht durchblickt zu haben, vor allem hinsichtlich der damit verbundenen Besoldung. Da gab es immer einige Missverständnisse. Im Vorfeld seiner Bewerbung zum Thomaskantor könnte auch Bach von falschen Prämissen ausgegangen sein, etwa aufgrund seiner Kontakte zu Johann Kuhnau. Wir haben ja gehört in anderen Referat, dass es da auf jeden Fall schon mehrere Kontakte gegeben hat. Vielleicht glaubte Bach, das Musikdirektorat der Paulinerkirche sei noch immer automatisch mit dem Amt des Thomaskantors und städtischen Musikdirektors verknüpft. Georg Philipp Telemann hatte ja im August 1722 mündlich und schriftlich um das Amt an der Alma Mater nachgesucht und es ohne förmliches Wahlverfahren erhalten. Telemann erklärte, er werde zu Michaelis nach Leipzig kommen und das neue Amt sowohl bei der Stadt als auch bei der Universität antreten. Und um die Vakanzzeit zu überbrücken, war schnell eine Übergangslösung gefunden worden, nämlich bis zum Eintreffen Telemanns sollte der Nikolaiorganist Johann Gottlieb Görner das Musikdirektorat der Universität übernehmen. Das war logisch, denn Görner war zuvor auch Musikorganist gewesen an der Kirche. Nebenbei bemerkt, Kuhnaus Witwe erhielt nach dem Ableben ihres Mannes von der Universität das damals übliche Gnadenhalbjahr, also 2 Quartalszahlungen in Höhe zu je 2 Talern und 15 Groschen. Das war überdies der Betrag für die neuen Gottesdienste. Wir sehen hier den Beleg für 1722. 2 weitere Zahlungen über je 2 Taler und 12 Groschen, ebenfalls an den Thomaskantor, erfolgten zu Reformation und Weihnachten 1722, ausgezahlt ebenfalls an die Kuhnau-Witwe. Und in ihrem Auftrag war der Präfekt Johann Gabriel Rothe für die Vertretung im Universitätsgottesdienst zuständig. Und die alten Gottesdienste wiederum wurden aus dem Etat des Rektors bezahlt. Wir sehen das hier, 1722.
Das sind also Zahlungen, die noch an die Kuhnau-Witwe gingen. Nun, wir wissen, Telemann kam nicht und erst Anfang November sagte er offiziell ab. Der Schwebezustand in den nachfolgenden 5 Monaten mag dann das Universitätskonzil zu der bereits erwähnten Entscheidung veranlasst haben, nämlich der Wahl von Johann Gottlieb Görner. Wie genau Bach diese Vorgeschichte kannte, bleibt ungewiss. 3 Monate nach seinem Amtsantritt wandte er sich an das Universitätskonzil, erforderte das Salär für den alten Gottesdienst. Und hier liegt schon das Problem, dafür ist er eigentlich schon besoldet gewesen. Offensichtlich liegt hier ein Missverständnis vor und Bach meinte die neuen Gottesdienste, für die nämlich Görner 12 Gulden im Jahr erhielt. Bach wurde abgewiesen mit der Begründung, er sei mit seiner Forderung zu spät gekommen und damit war die Sache aber für Bach noch nicht abgetan. 1,5 Jahre später wurde er beim Konzil abermals Vorstellung mit der Forderung, aber diesmal für die neuen Gottesdienste. Die erste Forderung war für die alten Gottesdienste, die zweite für die neuen Gottesdienste. Auch beim Konzil herrschte diesbezüglich Verwirrung, indem nämlich der amtierende Rektor eine Abstandszahlung von jährlich 6 Talern an Bach vorschlug und im Konzil dann auch beschließen ließ. Das Geld ist offenbar nicht an Bach geflossen. Ich habe keinen Zahlungsbeleg gefunden. Offenbar bestanden selbst im Konzil Unklarheiten, wie die Besoldung der beiden Gottesdienstformen, also des alten und des neuen Gottesdienstes im Einzelnen, geregelt war. Das war insgesamt auch ein bisschen kompliziert, denn das Geld für den alten Gottesdienst floss noch immer aus dem Etat des Rektors. Das habe ich erst letzter Zeit festgestellt. Es betrug im Jahr 13 Taler und 10 Groschen und es wurde Bach, wie aus den Rechnungsbüchern hervorgeht, seit Pfingsten 1723 bis 1750 jeweils zu Weihnachten, Ostern, Pfingsten und zur Reformation auch ordnungsgemäß ausgezahlt. Wir sehen die Zahlungen an Bach 1724, 25, 26, 27. So, das ist 24, 25. Das ist hier 26, 27. Das ist dann 1750 und dann nochmal 1750. Als Bach Pfingsten 1750 dienstunfähig geworden war, übernahm sein Präfekt Johann Adam Frank die musikalische Vertretung im alten Gottesdienst. Die Besoldung für die Musik im neuen Gottesdienst floss nur zum Teil aus dem neuen Etat bzw. aus den neuen sogenannten Kirchenrechnungen. Sie betrug für den Organisten 1 Taler und 12 Groschen im Quartal. Wir sehen hier eine Zahlung an Gottlieb Zetsch von 1720 und dann eine weitere Zahlung an seinen Nachfolger Johann Christoph Thiele von 1724. Die Figuralmusik im neuen Gottesdienst wurde aus einem separaten Etat finanziert, denn dieser wurde ja erst 1710 eingeführt und dafür gab es eigentlich noch keinen Etat. Die Zahlungen beliefen sich auf 12 Gulden im Jahr und Johann Kuhnau hatte diese auch ordnungsgemäß erhalten und quittiert. Wir sehen hier eine Quittung Johann Kuhnaus von 1714. Also die spätere Behauptung seiner Witwe, er hatte kein Geld bekommen, ist jedenfalls aufgrund der Rechnungsbücher nicht zu bestätigen. Offenbar war Bach spätestens 1726 zur Einsicht gelangt, dass die Universität seinen Gehaltsforderungen bezüglich der neuen Gottesdienste nicht nachkommen werde. Aber vermutlich ging es Bach nicht allein um die Besoldung, sondern eben auch um die Festigung seiner Position als städtischer Musikdirektor. Aber man muss betonen, mit seinen Einkünften für den alten Gottesdienst war Bach zunächst besser gestellt als Görner. Obwohl Bach 4 Gottesdienste hatte im Jahr, Görner 22, war Görner ein bisschen schlechter gestellt. Das hat sich erst 1738 geändert, als Görner eine Gehaltszulage bekam, für die aber jedes Jahr er neu nachsuchen musste. Das hieß ja immer alles ohne Konsequenz. Also jedes Jahr musste neue
muss das Gehalt neu beantragt werden. Wir sehen hier eine Besoldungsquittung von 1731 für Görner. Da kommt aber noch was dazu, nämlich für die Musik im Karfreitagsvespergottesdienst erhielt Görner seit 1728 außerdem 2 Taler. Dies übrigens auch im Jahr 1733, nämlich als die Passionsmusik in der Thomaskirche wegen der verordneten Landestrauer ausfallen musste. Aber im Gegensatz zu den Hauptkirchen erklang in der Pauliner Kirche zur Zeit Bachs nie eine figurale Passionsmusik. Gemäß einer Verordnung des Stifters, das war Johann Florenz Revinus, wurden nämlich Choräle mit Instrumentalbegleitung musiziert, aber mit der ausdrücklichen Maßgabe des Stifters ohne alles Figurieren. Was auch immer konkret darunter zu verstehen war. Und wir sehen jetzt eine Besoldungsquittung für den Karfreitagsgottesdienst in der Pauliner Kirche von 1733. Warum in der Pauliner Kirche nie Karfreitags Figuraliter musiziert werden konnte, weiß ich nicht, aber es war eine Maßgabe des Stifters, der den Gottesdienst quasi auf den Weg gebracht hat. In einer Eingabe von 1755 bat Görner um eine Gehaltszulage für seine 22 öffentlichen Kirchenmusiken im Jahr. Das heißt, demnach wurde in den neuen Gottesdiensten der Pauliner Kirche, mal vergleichbar zur Neukirche, nicht regelmäßig Figuraliter musiziert, sondern stets an den hohen Festen und während der 3 Messewochen. Diesbezüglich berichtet schon Christoph Ernst Siekohl, in den Gottesdiensten der Pauliner Kirche sei dann und wann, zumal in Festtagen und in denen Messen, Figuraliter musiziert worden. Wir wissen, Bach hat die alten Gottesdienste sowie die Musik zu den Quartalsorationen bis zu seinem Lebensende ohne Unterbrechung bestellt. Und in rund 27 Amtsjahren dürfte er in der Pauliner Kirche somit über 100 Figuralmusiken an den hohen Festtagen aufgeführt haben. Ich komme nachher noch mal darauf zurück. Und es spricht eigentlich nichts dafür, dass Bach die Universitätsgottesdienste grob vernachlässigt hätte, obwohl im 1726 der Versuch, auch die neuen Gottesdienste an sich zu ziehen, endgültig gescheitert war. Da das etwas kompliziert ist, habe ich das noch einmal zusammengestellt, wie die Verteilung war. Zwei Kapitel habe ich des Zeitlimits wegen ausfallen lassen müssen. Ich komme jetzt zu einem zweiten, anderen Kapitel. Am 1. Februar 1733, also 5,5 Jahre nach dem Tod von Christiane Eberdine, starb ihr Gatte Friedrich August I. Die Todesnachricht verbreitete sich rasant im Kurfürstentum und sie war schon wenige Tage später Gegenstand einer Sitzung des Leipziger Engen Rates. Es wurde beschlossen, mit den Trauerfeierlichkeiten so zu verfahren, wie einst bei den Todesfällen von Kurfürst Johann Georg III. Und Kurfürst Johann Georg IV., wie eben auch 1727, als die Kurfürstin Christiane Eberhardine verstarb. Nun kommt ein Problem. Leider schweigen die Akten des Leipziger Rates nach dem 7. Februar bis einschließlich zum 12. Mai. Aber ich gehe mal davon aus, dass es eine Sitzungspause über so langen Zeitraum gab, ist nicht anzunehmen. Also hier ist irgendwo ein Dokumentenloch. Am 9. Februar wurde noch offiziell verordnet, es solle, Zitat, das Orgelschlagen und alle Saiten- und Freudenspiele, auch das Figuralsingen in allen Kirchen, bei Hochzeiten, Kindtaufen und anderen Zusammenkünften, desgleichen bei Begräbnissen bis auf weitere Verordnung verboten und gänzlich eingestellt werden. Und dann kam von der Landesregierung die Order, dass am 4. April 1733 überall im Land Gedächtnisgottesdienste für den verstorbenen Monarchen abzuhalten sind. Einer restriktiven Verordnung zufolge sollten sich alle Bürger und Einwohner nebst ihren Kindern in gewöhnlichem Trauerhabit, also schwarz gekleidet, in den Hauptkirchen einfinden, um nämlich den Gedächtnispredigten, wie es heißt, bis zu deren gänzlicher Endigung beizuwohnen. Ein Wegbleiben wurde nicht geduldet.
Für den Tag der Gedächtnisgottesdienste wurde vom Konsistorium Folgendes angeordnet. Ab 2 Uhr sollte in allen Parochialkirchen eine Gedächtnispredigt über den Bibeltext aus Hosea Kapitel 6, Vers 1 gehalten werden, und zwar ohne eine vorhergehende Prozession. Der Ablauf des Gottesdienstes war detailliert vorgegeben, ebenso auch der Inhalt der Gedächtnispredigten. Jegliche Unterhaltung während des Gottesdienstes war diesmal strikt untersagt. Das heißt, im Umkehrschluss ist tatsächlich auch in den Gottesdiensten geredet worden. Das hat auch Dolis mal später beklagt, dass die Leute sich unter seiner Kirchenmusik unterhalten und in Gebetsbüchern lesen. Also hier durfte nicht geschwatzt werden. So, jetzt sehen wir hier die Texte. Ich komme nachher nochmal drauf zurück. Und die gesungenen Lieder. Das war also fest vorgegeben. Für die Gedächtnisgottesdienste waren ausschließlich die Parochialkirchen vorgesehen. In Leipzig betraf dies nur die Kirchen St. Nikolai und St. Thomas. Aber genau das wollte das Universitätskonzil eben nicht hinnehmen, weswegen auch in der Pauliner Kirche ein Gedächtnisgottesdienst ebenfalls für 2 Uhr angesetzt wurde. Gegen das eigenwillige Vorgehen der Universität hat der Leipziger Rat erfolglos protestiert, und das eben nicht zum ersten Mal. Wir kennen ja, dass es zwischen der Universität und der Stadt ständig zu Kontroversen kam. Das Universitätskonzil fasste für den 14. April außerdem den außerordentlichen Beschluss, am Vormittag 9 Uhr Exequien auf das Ableben des Kurfürsten abzuhalten. Um 8.30 Uhr sollte ausgehend von der Nikolaikirchensakristei eine Prozession zur Pauliner Kirche stattfinden. Auch der Leipziger Rat war dazu eingeladen. Er sollte nämlich in der Kirche unter der Kanzel platziert werden. Aber hinsichtlich des Kompositionsauftrags für eine Trauerode hatte man inzwischen aus den Erfahrungen von 1727 gelernt. Sie wissen das, damals war es zur Kontroverse um die Auftragserteilung für die Trauermusik für Kurfürstin Christiane Ebardine gekommen. Aber um nochmalige Konflikte zu vermeiden, beschloss das Konzil 2,5 Wochen vor dem Trauerakt den Auftrag für die Musik diesmal an Johann Gottlieb Görner zu vergeben. Görner forderte dafür 24 Taler, also exakt das Doppelte der damals erhaltenen Abstandszahlung. Das wurde verhandelt im Konzil. Görner musste sich am Ende mit 20 Talern begnügen und das Honorar eben für den Auftrag wurde nicht wie bei der Trauerode 1727 von einem privaten Spender bereitgestellt, sondern floss diesmal direkt aus dem Etat der Universität. Damit lag aber auch die Entscheidung für die Vergabe des Kompositionsauftrages diesmal bei der Alma Mater. Die neuen Zeitungen von gelehrten Sachen enthalten in ihrer Ausgabe vom 20. April 1733 folgenden Bericht über den Gedächtnisgottesdienst. Ich kann Ihnen das jetzt nicht komplett vorlesen, das würde viel zu lang sein. Ich will es mal kurz zusammenfassen. Als der Trauerzug die Universitätskirche erreicht hatte, nahmen beide Corpora bestehend aus den Repräsentanten der Stadt und der Universität in der Pauliner Kirche Platz. Anschließend begann der erste Teil einer sehr schönen Trauermusik, wie es heißt. Und zwar aus der Feder von Johann Gottlieb Görner auf ein lateinisches Libretto von Lizenziat Ludwig Christian Krell. Leider wird über die Musik, und wir kennen das ja aus schmerzlicher Erfahrung, in nichts Näheres berichtet. Eine schöne Musik eben mehr nicht, mit großem Applaus aufgeführt. Ja, das ist sehr pauschal und wir würden gerne Näheres erfahren.
Der gedruckte Text wurde wie 1727 zuvor in der Kirche durch die Universitätskirchendiener ausgeteilt. Der Druck übrigens war des besonderen Anlasses wegen auf hochwertigem Papier hergestellt worden. Im Anschluss an den ersten Teil der Musik wurde von der Kanzel eine Lob- und Trauerrede auf den Tod des Landesfürsten in lateinischer Sprache von Christian Friedrich Börner gehalten. Nach Ende der Traueransprache erklang der zweite Teil von Görners Trauerode. Den Druck des Librettos und des Textes der Traueransprache hatte der Universitätsbuchdrucker Christian Langenheim besorgt. Ich habe bisher nur ein Exemplar dieses Textdrucks finden können. Er ist in Riemers Chronik wiedergegeben. Es muss in Warschau noch ein zweites Exemplar existieren, aber ich habe das bisher noch nicht gefunden. Hier ist das lateinische Libretto. Die Komposition ist verschollen, wie auch so gut wie alles von Johann Gottlieb Görner. Die Kirche selbst war durchgehend in Schwarz ausgekleidet und überall mit dem polnisch-kursächsischen Wappen versehen. Die Gesamtkosten für die Exequien beliefen sich auf stolze 102 Taler. Das ist relativ viel Geld für so eine relativ kurze Angelegenheit. Auch die Leipziger Postzeitung berichtet in ihrer Ausgabe vom 22. April 1933 über die Trauerfeier in der Pauliner Kirche. Vielleicht an dieser Stelle ein kurzer Blick in die Vergangenheit. Zum Universitätsjubiläum 1709 erklangen im Frühgottesdienst der Nikolaikirche am 4. Dezember drei Kantaten Johann Kuhnaus, und zwar auf deutsche Psalmtexte. Diesen Aufführungen folgten, wie Michael Maul nachgewiesen hat, in der Paulinerkirche dann drei lateinische Festmusiken, ebenfalls aus Kuhnaus' Feder, zu Beginn Veni Sancte Spiritus, zum Abschluss das Te Deum Laudamus und dann unter Bezugnahme auf die lateinische Festrede eine lateinische Ode Secularis. Latein war also an der Alma Mater noch immer die vorherrschende Sprache zur Zeit Bachs. Daher wäre es auch naheliegend, dass die Predigten im alten akademischen Gottesdienst ebenfalls in lateinischer Sprache gehalten worden sind und dementsprechend auch lateinische Figuralmusik erklang, zumindest überwiegend. Für mich stellt sich daher die Frage, stehen einige der lateinischen Kirchenwerke aus Bachs Notenbibliothek mit der Figuralmusik in der Pauliner Kirche im Zusammenhang oder waren diese ausschließlich für die beiden Hauptkirchen bestimmt? Das diesbezügliche Repertoire ist überraschend groß, wie die nachstehende Übersicht zeigt. In diesem Zusammenhang wäre auch die lateinische Festmusik Glorian Excelsis Deo Bachwerkverzeichnis 191 nochmal zu betrachten. Die Aufführung als musikalischer Rahmen einer Oration wäre in den Jahren 43 bis 47 jedenfalls der Ausnahmefall, aber natürlich durchaus plausibel. Für die hohen Festtage im Kirchenjahr ergab sich für Bach dadurch eine exorbitante Arbeitsbelastung, wie die nachfolgende Übersicht zeigt. Das geht ja schon früh 6 Uhr los mit dem Gottesdienst in der Johanneskirche und endet dann ungefähr 16.15 Uhr mit dem Schluss des Vespergottesdienstes in der Thomaskirche. Das war extrem und deshalb hat auch später mal ein Streit stattgefunden. Und da hat der Thomasschulvorsteher zur Zeit Görners gesagt, das geht eigentlich so überhaupt nicht. Die armen Knaben müssten von 6 Uhr bis 16 Uhr unterwegs sein.
und hätten in der Mittagspause nicht einmal Zeit für einen Bissen ihres Essens. Görner hat nämlich unerlaubterweise dann die Thomas-Schüler auch zu den neuen alten Gottesdiensten mit hinzugezogen. Das war ihm also von der Schule aus aber untersagt worden. Im Zusammenhang mit einer Aufführung der Paulinerkirche steht vielleicht auch die mutmaßliche Urfassung der Motette »Lobe den Herrn, alle Heiden«. Nach Klaus Hofmanns Überlegungen hatte der Satz ursprünglich den lateinischen Psalmtext als Grundlage. Aber lassen Sie uns weiter im Text fortfahren. Am Nachmittag des 14. April 1733 begannen 14 Uhr, wie bereits erwähnt, die Gedächtnisgottesdienste in den Stadtkirchen St. Nikolai und St. Thomas. Textgrundlage der Gedächtnispredigt von Salomon Deiling war die Bibelstelle aus Hosea Kapitel 6. Kommet, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Für das Prälogium war der erste Vers aus Psalm 73 und zwei weitere Psalmtexte vorgesehen. Zum Exordium drei weitere Bibeltexte. Ob einer dieser Texte auch vertont worden war, geht aus den unvollständigen Quellen allerdings nicht hervor. Aber im Zusammenhang mit Görners Aufführung der Trauerode am Vormittag des 14. April 1933 stellt sich freilich die Frage, hat Bach dies tatenlos hingenommen oder sah er sich veranlasst, ein vergleichbares Werk den Leipziger Gottesdienstbesuchern am Nachmittag des 14. April zu präsentieren. Leider sind die diesbezüglichen Protokolle des engen Rates, wie ich schon sagte, nicht erhalten. Dort wäre nämlich Näheres zu den Vorgängen in Hauptkirchen am 14. April zu erwarten. Also, ich entlasse Sie am Ende dann auch mit der Frage, die mich bewegt. Vielleicht ergibt sich eine aussagekräftige Quelle bei weiteren Forschungen. Meine diesbezüglichen Recherchen sind also noch nicht abgeschlossen. Sehen Sie bitte meinen Bericht so etwas als eine Zwischennachricht. Für die am 14. April 1933 gehaltenen Predigten wurde eine strikte Textzensur verhängt. Den Buchdruckern drohten bei unerlaubter Drucklegung Geld- und Gefängnisstrafen. Also da ist man ziemlich restriktiv vorgegangen. Ich komme zum Schluss. Im Zusammenhang mit der Huldigungsmusik »Willkommen, ihr herrschenden Götter der Erde« gab es 1738 noch einmal Verwirrung. Als Auftragsnehmer werden sowohl Bach als auch Görner genannt, und zwar in den Konzeptniederschriften zu den Protokollen des Universitätskonzils. Aber zu wirklichen Kontroversen zwischen den beiden, also Görner und Bach, kam es weder zuvor noch danach, ungeachtet der etwas komplizierten und verwirrenden Zuständigkeiten im Bereich der Universitätsmusik. Mein Fazit: Bach hatte bei seinem Amtsantritt mit höheren Nebeneinkünften gerechnet, als sich dann nach siebenjähriger Amtszeit herausstellte. Das Ausbleiben solcher Akzidenzien beklagt er 1730 im Brief an Georg Erdmann mit dem bekannten Resümee: Sein Amt wäre bei weitem nicht so erkläglich, als man ihn beschrieben hätte, und es seien ihm viele Akzidenzia dieser Station entgangen. Damit waren sicherlich auch die Nebeneinkünfte bei der Universität gemeint, also entgangene Einnahmen aus den neuen Gottesdiensten und aus verschiedenen Festmusiken, die in der Regel dann an Görner vergeben worden sind. Ich danke Ihnen vielmals. Vielen Dank für diese Übersicht über das Thema Bach und die Universitätsmusik bzw. Bach-Görner und die Universitätsmusik in Leipzig. Gibt es Wortmeldungen? Fragen an den Referenten oder Kommentare? Dann schreiten wir zum nächsten Referat, das gehalten wird von Marc Roderich Pfau aus Berlin. Herr Pfau hat sich verschiedentlich im Bach-Jahrbuch und in anderen Periodika
zu bestimmten speziellen Fragen geäußert. Nach dem Studium der Judaistik und Theologie in Jerusalem, Tübingen, Heidelberg und so weiter gründete er in Berlin eine theologische Fachbuchhandlung, die er bis heute führt. Er ist also nicht an einem Forschungsinstitut tätig, sondern nach wie vor ein Privatforscher, umso bedeutsamer, dass er immer wieder mit überraschenden Erkenntnissen zutage tritt. Wir sind gespannt, was er jetzt mit der Frage der Graupnerschen Probemusiken uns zu berichten hat. Bitte, Herr Pau. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung und auch vielen Dank an Ursula Kramer für die Einladung. Und deshalb setze ich jetzt sehr gerne auch die Graupner-Kappe auf, aber nicht nur. Graupners Probemusiken im Kontext ihrer Entstehung und ihrer Rezeption in Zerbst. Ich habe hier, das ist ein bisschen eher scherzhaft gemeint, mit einem Bild von Graupner aufgewartet, von dem sich ja leider kein Bildnis erhalten hat. Das Problem ist, bei Wikipedia ständig wird das Bild des Landgrafen als Bild von Graupner verkauft und die Schwarmintelligenz sorgt ständig dafür, dass dieses falsche Bild dahin kommt. Ich bin gespannt, wann dieses KI-generierte Bild, das im letzten Monat entstand, von Herrn Robin Klopp-Taylor in Auftrag gegeben, wann das zum ersten Mal bei Wikipedia auftauchen wird. Erstens Überblick über die Bewerbungsmusiken zum Thomaskantorat 1722-23. Nach Johann Kuhnaus Tod am 5. Juni 1722 begann ein langwieriges Bewerbungsverfahren um die Amtsnachfolge im Thomaskantorat. Dabei lässt sich aufgrund von Zeitungsberichten und anderen Dokumenten folgender Ablauf skizzieren. Hier ganz kurz, 1722 Telemann am ersten Advent, 3 Kandidaten, 1723 nochmal 5 Kandidaten. Das Thomaskantorat sollte zunächst Georg Philipp Telemann zufallen, dem es bereits zu Studienzeiten versprochen worden war. Nach mit besonderer Approbation abgelegter Bewerbung und anschließender Wahl handelte Telemann nach seiner Rückkehr in Hamburg jedoch erheblich verbesserte Bedingungen für sein Amt als Musikdirektor aus und sagte in Leipzig ab. Unmittelbar danach wurde, also das zog sich ziemlich lange hin, bis die Absage endgültig eingetroffen war. Unmittelbar danach wurde im November 1722 eine Probe von 3 Kandidaten am ersten Advent angesetzt. Johann Friedrich Fasch, der sich ebenso wie Telemann bereits reichlich Meriten in Leipzig verdient hatte, war in dieser Runde eigentlich der Wunschkandidat des Rates. Er hatte jedoch erst kurz zuvor zu Michaelis 1722 seine Stelle als Hofkapellmeister in Zerbst angetreten und lehnte die Stelle ab. Okay, bin ich zu nah, Entschuldigung. Die Gründe dafür hat Barbara Reul gestern diskutiert. Anstelle von Fasch wurde neben Georg Friedrich Kaufmann, ist es jetzt besser? Ja. Wurde neben Georg Friedrich Kaufmann und Andreas Christoph Duwe aus Braunschweig der Leipziger Organist an der Neukirche Johann Balthasar Schott zur Kantoratsprobe geladen. Die 3 Kandidaten musizierten vor der Predigt, nach der Predigt und zur Vesper, offenbar wegen des Zeitdrucks des nahenden Tempus Clausum, jeweils nur eine Kantate. Eine Entscheidung fiel jedoch nicht. Zumal am 21. Dezember in den Leipziger Ratsakten nachzulesen ist, dass sich weitere Kandidaten gemeldet hätten, darunter Christoph Graupner und Johann Sebastian Bach. Zwischen dem 2. Sonntag nach Epiphanias und der in Leipzig figuralmusikfreien Passionszeit des Jahres 1723 lief jeweils sonn- und feiertags das nächste Bewerbungsverfahren um das Thomaskantorat, in der sich 5 Kandidaten mit ihren Bewerbungskantaten vorstellten. Das Ganze ist wahnsinnig eng getaktet gewesen, was man in diesem Überblick erkennen kann. 2. nach Epiphanias Graupner, dann kommt Septuagesime, also mehr Sonntage nach Epiphanias hatte das ja nicht, Rolle Kaufmann Schott und zum Schluss auf der letzten Position Johann Sebastian Bach.
Der Darmstädter Hofkapellmeister Christoph Graupner legte seine Probe als erster in dieser Gruppe ab. Ihm folgte wahrscheinlich Christian Friedrich Rolle, damals Musikdirektor Magdeburgs, und eine Woche später Georg Friedrich Kaufmann, amtierender Kapellmeister in Merseburg. Anschließend, am Festtag Maria Reinigung, stellte sich der Organist der Neukirche, Georg Balthasar Schott, mit seinen Kompositionen vor, der wie Kaufmann bereits am 1. Advent 1722 eine Musik präsentiert hatte. Schließlich war die Reihe an Bach, dem Köthner Hofkapellmeister, am letzten möglichen Termin vor dem nächsten in Leipzig drohenden Tempus Clausum. Trotz weiterlaufender Vorstellungen der Kandidaten hatte sich der Rat bereits vor Graupners Probe am 17. Januar auf ihn festgelegt. Am 20. Januar, wir hatten es auch schon gehört, schrieb man an den Landgrafen Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt und bat um Freigabe Graupners. Als der mit dem Kommentar „Der Graupner bleibet“ seine Entscheidung kundgetan hatte, traf am 22. März 1723 die Absage Graupners in Leipzig ein. Und so war im April endlich der Weg frei für Johann Sebastian Bach, der vielleicht gar nicht ahnte, dass er mit seinen Musiken, die er am 7. Februar aufgeführt hatte, bestenfalls als Nachrücker in Frage gekommen wäre. Er war, das muss man jetzt nochmal deutlich sagen, nachdem es beim Konzert oft falsch gesagt wurde, für den Leipziger Rat nur vierte Wahl. Aber die Sache war noch schlimmer. Und hier möchte ich mich an Michael Maul anschließen und es ergänzen, was er uns erzählt hat. Ich hoffe, Sie haben das noch einigermaßen im Ohr. Er hat ja die Sitzung des engen Rates geschildert am 9.4., bis der Protokollant abgezogen wurde. Meines Erachtens ist das Entscheidende aber nicht während dieser Sitzung geschehen, sondern erst danach. Denn am 19.4. unterschrieb Bach seine Verpflichtungserklärung. Und es kommt jetzt eigentlich dann gar nicht so sehr darauf an, welche der Parteien sich durchgesetzt hat, sondern dadurch, dass Bach sich bereit erklärt hat, tatsächlich zu informieren, war er derjenige, um den es ging. Am 22.04. gab es dann nämlich noch eine Sitzung des erweiterten Rates. Und für Bach sprach schließlich nach Ansicht des Rates gegenüber seinen verbliebenen Konkurrenten vor allem, dass er sich im Gegensatz zu den anderen bereit erklärt hat, an der Thomasschule auch Latein und Katechismus zu geben. Mit der Tür, dass er den Lateinunterricht auch delegieren konnte. Wiederum gab Bürgermeister Platz, der sich aus diesem Grunde jetzt für Bach einsetzte, die Linie vor mit den Worten: „Zumal, da er sich erkläret, nicht nur die Knaben in der Musik, sondern auch sonst in der Schule geordnetermaßen zu informieren.“ Ihm schlossen sich die anderen Ratsmitglieder des Plenums an. Bachs musikalische Probe, die, Zitat, von allen, welche dergleichen estimieren, sehr gelobet worden war, Zitat Ende, spielte bei seiner Wahl also praktisch überhaupt keine Rolle. Erhalten geblieben sind von der 1723er Bewerbungsrunde immerhin Graupners Bewerbungsstücke zum zweiten Sonntag nach Epiphanias. Ich habe es da mit zugeschrieben, sowie diejenigen von Bach zum Sonntag Esto Mihi. Die Probestücke der anderen Kandidaten gelten samt den entsprechenden Textvorlagen als verschollen. Jedoch ist womöglich eine Bewerbungsmusik Telemanns ebenfalls auf uns gekommen, wie ich im Bach-Jahrbuch 2018 nachzuweisen versucht hatte, die Professor Hirschmann gestern analysiert hat. Mittlerweile ist sie in einigen Notenausgaben verfügbar, seit Anfang des Monats etwa auch in der Frankfurter Telemann-Ausgabe 134 und wurde bereits auf CD eingespielt. Zwar kann ich viele Fragen von gestern nicht klären, etwa wer 1722 die Flöte gespielt haben mag, ob es ein durchreisender Flötist war, ob er im Anhang von Telemann war. Aber der Effekt der Trauer, des Weinens, wurde von Telemann damit jedenfalls sehr adäquat ausgedrückt. Die Entstehung 1728, die Guido Erdmann ins Gespräch gebracht hat, halte ich für ganz ausgeschlossen, weil der Textdruck 1723 bereits belegt ist. Also damals war die Kantate mit Sicherheit da, denn Telemann hatte keinen Grund, Einzelkantaten nochmal neu zu komponieren. Genau, aber ob die zweite Kantate
die fehlende, unsere Erwartungen tatsächlich erfüllt hätte, darüber kann ich natürlich auch keine Aussagen machen. Aber meine Interpretation beruht tatsächlich auf der womöglicherweise erhaltenen und auf anderen Indizien. Wie zuvor in Frankfurt und Hamburg war es nämlich gewiss auch in Leipzig Telemanns vorrangiges Ziel, Direktor Musicis der ganzen Stadt zu werden. Schon während er sich für seine Probe in Leipzig aufhielt, ließ er sich den Titel des Musikdirektors der Unikirche, der Paulinerkirche, zusagen. Die Thomaner und ihre Ausbildung dagegen hätten ihn wohl weit weniger interessiert. Bekanntlich war Telemann in künstlerischen Dingen Autodidakt. Er verließ seinen Lehrer schon nach 14 Tagen, weil ihm muntere Töngens im Kopf herumspukten. Die Thomas-Schule, die mit ihrer hervorragenden Bildung viele zeitgenössische Kollegen geprägt hat, etwa die Kandidaten Fasch und Graupner, mussten Telemann wenig bedeutsam vorkommen. Telemann hatte sich auch vom Leipziger Rat zusichern lassen, dass der Unterricht an der Thomasschule an eine andere Person delegiert werden konnte. Wohl nicht von ungefähr bietet seine Probekantate, anders als die von Graupner und Bach, deshalb keine großen ausgearbeiteten Chorsätze über biblische Dikta, in denen die Thomaner hätten glänzen können. Beide Bibelverse seiner Vorlage vertont Telemann, wir haben es gestern gesehen, solistisch. Er sieht nur einen relativ schlichten Schlusschoral für Tutti vor. Stattdessen präsentierte er modernste, durchaus etwas opernhafte Musik für gut ausgebildete Solisten. Damit schloss er meines Erachtens direkt an die Praxis seiner Leipziger Studienzeit an, als er im Auftrag von Bürgermeister Romanus alle 14 Tage für die Thomaskirche Gottesdienstmusik komponiert hat. Moment, hier. Michael Maul hat das sehr stimmig erklärt, meines Erachtens, wie es eigentlich zu diesem 14-Tage-Rhythmus kam. Die Thomaner zogen ja von Thomaskirche zu Nikolaikirche und Romanus hatte seinen Stuhl in der Thomaskirche. Wenn Kuhnau mit den Thomanern mit der ersten Garde in der Nikolaikirche war, wollte Romanus offensichtlich auch schöne Musik hören und hat deshalb wahrscheinlich auf eigene Kosten Telemann beauftragt, in diese Lücke hineinzuspringen. Seinerzeit konnte Telemann also auch nicht auf die erste Garde der Thomaner zurückgreifen, sondern er rekrutierte sein Personal, auch später an der Neukirche natürlich, in Studentenkreisen und an der Oper, deren wichtigster Komponist er war. Seine moderne Musik kam damals gut an, offenbar nicht nur bei Bürgermeister Romanus. Warum sollte er sich also der Tradition der Thomaner verpflichtet wissen? Die alten Zöpfe wollte Telemann abschneiden. Sicherlich hätte Telemann, wenn er nach Leipzig übersiedelt wäre, auch der im Jahre 1722 der niederliegenden Oper wieder aufgeholfen. Vielleicht hätte der Begriff Thomaskantor, Thomaskantorat, heutzutage keinerlei Bedeutung, wenn Telemann das Kantorat übernommen hätte. Er ist ja auch nicht als Frankfurter Barfüßer oder Hamburger Johannäumskantor in die Geschichte eingegangen. An diesem Ort, wo es dann das berühmte Telemann-Archiv Leipzig gegeben hätte, mag es als schockierend empfunden werden, dass die Geschichte des Thomaskantorats mit Telemann vielleicht zu Ende gegangen wäre. Da bin ich natürlich jetzt gespannt auf Ihre Diskussionsbeiträge. Ganz anders Graupner. Er hatte als Alumne mit Hilfe der Thomaskantoren Schelle und Kuhnau musikalische Meisterschaft erlangt, kannte das Thomas-Schulleben und ihre Musikausübung aus eigener Anschauung ganz genau. Seine Bewerbungsmusiken gaben den Thomanern breiten Raum und man hat den Eindruck, dass er, genau wie Bach, sein Leipziger Amt in der langen Tradition der Thomaskantoren verstanden und ausgeführt hätte. Seine Musik wäre Musik für die Thomaner gewesen. Zweitens, Weiternutzung der erhaltenen Probemusiken. Die Partituren wie auch die Stimmsätze der Probemusiken blieben 1722/23 im Besitz der Kantoratsbewerber. Bach konnte deshalb seine Bewerbungskantaten als perikopengebundene Musik zum Sonntag Estomie bei Bedarf erneut aufführen und er tat dies auch. Telemann konnte seine Bewerbungsstücke jeweils am 10. Sonntag nach Trinitatis zu Gehör bringen und führte sie offenbar bereits bei der ersten Gelegenheit im Jahre 1723 auf. Ich muss auf den Bergen weinen, kam erneut 1728 zur Aufführung.
Auch Graupner nahm die Autographe erhalten gebliebenen Partituren und Stimmsätze seiner Probestücke mit nach Hause, nach Darmstadt. Er hatte allerdings keine Möglichkeit zur Wiederaufführung, weil zu Gottesdiensten in der Darmstädter Schlosskirche jährlich neu gedichtete Textbücher erstellt wurden und entsprechend neue Kompositionen zu diesen Poesien erwartet wurden. Drittens, Graupners Bewerbungskantaten im Kontext. Seit 1719 war die Aufgabe, neue Textjahrgänge bereitzustellen, Graupners Schwager, dem Theologen Johann Conrad Lichtenberg, übertragen worden. Er legte insgesamt unglaubliche 25 Jahrgänge zur Kirchenmusik vor und ging damit als der absolute Superdichter in die Geschichte der evangelischen Kirchenkantate ein. Selbst Erdmann Neumeister kommt nur auf 11 Jahrgänge. Als Textbuch für das 1723. Jahr, also das Jahr von Graupners Leipziger Bewerbung, dichtete Lichtenberg einen Jahrgang von Poesien zu den gottesdienstlichen Epistellesungen unter dem Titel Gott geheiligt Andachten, welche bei Betrachtung der gewöhnlichen Sonn- und Festtagsepisteln poetisch aufgesetzt worden und zur ersprießlichen Erbauung das 1723. Jahr über in der hochfürstlichen Schlosskapelle zu Darmstadt ordentlich sollen musiziert werden. Das gibt mir Gelegenheit zu einem Exkurs in einem wenig beachteten Phänomen in der Geschichte der evangelischen Kirchenkantate. Das Phänomen von Epistelkantaten ist im Bach-Universum wenig bekannt, da Bachs Kantatendichtungen sämtlich mit Blick auf das Evangelium verfasst wurden. Es gibt ein paar wenige Anspielungen auch, das ist klar, mal auf die Epistel, aber an und für sich sind es alles Evangelienkantaten. Im Konzert am Mittwoch wurde das Problem deutlich, als beim Kandidatenkontest die Kantaten für Leipzig, Darmstadt, Hamburg vorgestellt wurden und dann die Frage dazu gesetzt wurde, wer kann über dasselbe Evangelium am besten musikalisch predigen? Das führt in die Irre. Graupners Text war ja auf die Epistel bezogen. 1. Johannes 3, dem Thema, man soll lieben, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Werken. Dieses Diktum, das er dann auch vertont hat, stammt ja auch aus der Epistel. Die anderen beiden Komponisten dagegen setzten die Texte zum Gleichnis vom großen Abendmahl, Lukas 14, in Noten. Der lutherische Gottesdienst, der Hauptgottesdienst der Barockzeit, war von zwei Lesungen der Heiligen Schrift geprägt. Eine Lesung aus der Epistel, also den neutestamentlichen Briefen bzw. der Apostelgeschichte, und eine aus dem Evangelium. Beide Perikopenreihen sind uralt, gehen auf die Zeit Karls des Großen zurück, sind aber bis auf einige Festtagslesungen völlig unabhängig voneinander. Wobei die Evangeliumslesung zweifellos als die wichtigere angesehen wurde, weil sie direkt vom Leben und Sterben Jesu berichtet. Die Episteln sind dagegen, vereinfacht gesagt, eher ethisch ausgerichtet. Die barocke Sonntagspredigt bezog sich entweder auf die Epistel oder meistens auf das Evangelium. Die Kirchenmusikpoeten taten es den Predigern nach und dichteten entweder zur Epistel oder in der Regel mit Blick auf das Evangelium. Bach ist in Weimar nur ganz knapp an einem Episteljahrgang vorbeigeschrammt. Salomon Frank dichtete nach seinem evangelischen Andachtsopfer, aus dem Bach 13 Texte vertonte. Mal sehen, ob das jetzt geht. Genau hier. Einen Jahrgang aus den Episteln, das epistolische Andachtsopfer, das im Kirchenjahr Advent 1717 Verwendung fand, als Bach Weimar gerade Richtung Köthen verlassen hatte. Bachs zeitgenössische Kollegen hingegen komponierten Episteljahrgänge zwar weit seltener als Evangelienjahrgänge, jene treten aber in den 1710er bis 1730er Jahren regelmäßig auf. Telemanns erster Druckjahrgang mit 72 Kantaten, der harmonische Gottesdienst von 1725, war ein solcher Episteljahrgang und sollte auch sein letzter sein. Fasch komponierte im Laufe seines Lebens ebenfalls in den 1720er Jahren zwei Episteljahrgänge, 1723-24 und 1727-28. Erhalten geblieben sind daraus wohl nur drei einzelne Stücke. Gottfried Heinrich Stölzel
schuf ebenfalls zwei Jahrgänge über die sonn- und festtäglichen Episteln 1728 bis 30 und 1735 bis 37, von denen fast alle erhalten geblieben sind, 134 Kirchenmusiken. Graupner in Darmstadt wurden sogar vier Jahrgänge Epistelkantaten zur Vertonung vorgelegt, zwei von Georg Christian Lehms und zwei vom erwähnten Lichtenberg, 1719-20 und 1722-23. Erhalten haben sich von Graupner insgesamt 104 Epistelkantaten. Anders gesagt, von Bachs Zeitgenossen sind weit mehr Kantaten über die Episteln erhalten, als Bachs gesamtes Kantatenövre umfasst. Insofern handelt es sich bei den Epistelkantaten um ein durchaus erwähnenswertes Phänomen der Kirchenmusik dieser Zeit. Exkursende. An seinem letzten Episteljahrgang arbeitete Graupner im Jahr seiner Bewerbung in Leipzig. Vor seiner Abreise komponierte er aus dem Libretto die Texte zum ersten und zum dritten Advent. Des Weiteren bereitete er damals eine zehnsätzige Kirchenkantate und eine weltliche Kantate mit 19 Nummern zum Geburtstag des Landgrafen vor. Beide Geburtstagsmusiken wurden in Abwesenheit Graupners sicherlich unter der Leitung seines Vizekapellmeisters Gottfried Grünewald am 26. Dezember 1722, das war also der Geburtstag des Landgrafen, musiziert, als Graupner sich bereits in Leipzig aufgehalten haben dürfte. Exkurs Nummer 2. Eine weitere außerordentliche Musik im Rahmen der Probe? Fragezeichen. Zumindest spricht die Komposition von Graupners Magnificat dafür, dass er damit rechnete, dieses Werk zu Weihnachten 1722 in Leipzig präsentieren zu können. Graupner konnte aus seinen Schülerzeiten, aus seinen Schülerzeiten die liturgische Notwendigkeit für eine lateinische Magnificat-Komposition am ersten Weihnachtstag und bereitete sich, da das Werk auf Darmstädter Papier geschrieben wurde, offenbar bereits zu Hause darauf vor, dieses neutestamentliche Kantikum am ersten Christtag darzubieten. Wahrscheinlich tat er das sogar in Absprache mit den Leipziger Auftraggebern. Denn zur fraglichen Zeit schuf kein Komponist Musik ohne Auftrag und ohne Zweckbestimmung. Es hat den Anschein, als sei außer den eigentlichen Probestücken mit ordentlicher Gottesdienstmusik eine weitere Musik zur Bereicherung der Leipziger Gottesdienste gern gesehen oder gar von den Kandidaten verlangt worden. Denn nicht nur bei Graupner ist ein derartiges Superadditum nachweisbar. Von Telemann liegt mit Der Herr ist König ebenfalls ein zusätzliches Werk vor. Nach Andreas Glöckner für die Ratswahl 1722 bestimmt, die nur wenige Tage nach dem bekannten Probetermin Telemanns begangen wurde. In der Forderung nach einem weiteren Stück könnte auch die Erklärung für einige Ungereimtheiten im Bewerbungsverfahren liegen. Die bereits genannten drei Bewerbungen am ersten Advent, die überzähligen Probetermine von Kaufmann und Schott, da ist in den Zeitungen von die Rede und es lässt sich nicht ganz hundertprozentig erklären, warum die eben zwei Probetermine hatten. Wenn man von Bach ebenfalls eine zusätzliche außerordentliche Musik verlangt hätte, würde ich zunächst an die erste Fassung der Johannespassion denken, die er in der folgenden Karwoche aufgeführt haben könnte. Aber da will ich jetzt nicht weitermachen. Exkurs Ende. Graupner hat auch sein Magnificat in Darmstadt nicht wiederholen können. Zumindest deutet das Fehlen von Stimmenmaterial darauf hin. Eine Aufführung zu Weihnachten 1722 in Leipzig kann aber mit Recht angenommen werden. Während die weiteren Kantoratsmitbewerber antraten, war Graupner bereits nach Darmstadt zurückgekehrt, wo er für den Sonntag Sexagesime 1723 »Wir haben allenthalben Trübsal« eine weitere Kantate aus dem laufenden Episteljahrgang in Noten setzte. An den dazwischenliegenden 11 Sonn- und Festtagen hatte ihn sein Vizekapellmeister Grünewald mit seinen Kompositionen vertreten. Ab Sexagesime wechselten sich beide Kapellmeister wieder weitgehend in gewohnter Weise im Wochenrhythmus ab. In diesem Kirchenjahr komponierte Graupner noch weitere 23 Texte des Episteljahrgangs 1722-23, also mithin insgesamt 26 von 67 abgedruckten Texten, das sind etwa 40% des Jahrgangs.
Viertens die Rezeption von Graupners Probemusik ins Herbst. Graupners musikalisches Schaffen wurde außerhalb Darmstadts so gut wie nicht rezipiert. Nur im benachbarten Frankfurt sind einige Kantatenabschriften erhalten geblieben, die womöglich mit auswärtigen Aufführungen zusammenhängen. In der Graupner-Forschung wurde das gewöhnlich mit den Restriktionen der Landgrafen erklärt, die eifersüchtig über die Musik Graupners gewacht hätten. Wer den hessischen Hofkapellmeister hören wollte, sollte nach Darmstadt kommen. Insofern war es eine Neuigkeit, als im Jahre 2000 von Peter Wolny die beiden Bewerbungsstücke und 2013 von mir noch drei weitere Werke Graupners im Rahmen eines in Zerbst mehrfach aufgeführten Jahrgangs nachgewiesen werden konnten, unter denen sich auch zwei Kantaten aus dem erwähnten Episteljahrgang Graupners von 1722-23 befinden. Dieser sogenannte Dresdner Jahrgang wurde von Fasch während seines Studienaufenthaltes in Dresden erworben und stellt eine Kompilation verschiedener Kantaten von verschiedenen Komponisten dar. Die Details, damit werde ich Sie jetzt nicht langweilen, die kommen dann in der schriftlichen Fassung. Folgende fünf Werke Graupners wurden in den sogenannten Dresdner Jahrgang integriert. Der Mensch vom Weibe geboren, für den 16. nach Trinitatis, die älteste in den Dresdner Jahrgang eingegangene Komposition Graupners, stammt bereits aus seinem Antrittsjahr 1709. Sie wurde unter anderem durch Hinzufügung eines Rezitativs modernisiert. Die beiden Epistelkantaten des Jahrgangs 22-23 sind entsprechend ihrer ursprünglichen Bestimmung am Sonntag Kantate und am 20. Sonntag nach Trinitatis in den Jahrgang eingefügt worden, obwohl sie nicht wie alle anderen Stücke des Dresdner Jahrgangs auf die Evangelienperikope Bezug nehmen, sondern wie erwähnt Epistelkantaten sind. Nehmet das Wort an mit Sanftmut, Graupners Musik zum Sonntag Kantate blieb von Veränderungen völlig verschont. Seit Klug für die Schlangen zum 20. Sonntag nach Trinitatis blieb, wie der Vergleich der Darmstädter Notenmanuskripte mit dem Dresdner Textbuch erweist, gleichfalls unbearbeitet und wurde trotz der erwähnten Problematik des Bezugs auf die Epistel an diesem Sonntag eingefügt. Von den beiden Probekantaten Graupners zum 2. Sonntag nach Epiphanes wurde »Lobet den Herrn alle Heiden« als Hauptstück vor der Predigt auch im Dresdner Jahrgang diesem Sonntag zugeordnet. Dieses Stück konnte deshalb gänzlich unverändert bleiben. Die andere Kirchenmusik hingegen, aus der Tiefen rufen wir, wurde auf den Sonntag nach Neujahr verschoben. Klar, man brauchte ja eben nicht zwei Kompositionen für den zweiten Sonntag nach Trinitatis in diesem Jahrgang, sondern nur eine. Die war vergeben und die andere musste verschoben werden, wenn man sie unterbringen wollte. Und deshalb erfuhr das Tenor-Akkompagnato mehrere Veränderungen, um den Kantatentext in Übereinstimmung mit der Tageslesung zu bringen. Matthäus 2, Flucht vor Herodes, statt ursprünglich Hochzeit zu Kana nach Johannes 2. Dabei haben wir es mit dem Phänomen einer Parodie zu tun, wie sie in Bachs Werk häufig anzutreffen ist, in diesem Fall allerdings auf das Akkompagnato beschränkt. Der neu unterlegte madrigalische Text entspricht in Versmaß und Rhythmus, wie Sie sehen können, der Vorlage und auch annähernd den Affekten und erlaubt es so, die bereits vorhandene Musik Graupners zu nutzen. Das Motiv des Freudenweins aus der Kana-Perikope ist durch das Motiv der Flucht der Heiligen Familie ersetzt worden. Wir haben lange Zeit schon keinen Freudenwein, heißt es im Original, und müssen überall in Trübsalzwassern schreien. Und in der Parodie im Dresdner Jahrgang: In der betrübten Zeit sind wir stets auf der Flucht, weil uns des Feindes Wut im Hass zu töten sucht. Trübsalzwasser assoziiert das Wasser-zu-Wein-Thema. In der Parodie wird dagegen auf die Wut von König Herodes angespielt, der alle kleinen Kinder ermorden ließ, weil er unter ihnen auch das Jesuskind vermutete. Nicht getilgt wurde jedoch das Motiv der rechten Stunde, das ebenfalls aus dem Tagesevangelium zum zweiten Sonntag nach Epiphanias stammt, sodass die ursprüngliche Bestimmung der Kantate weiterhin durchschimmert. Die Probetexte der Leipziger Kantaten von 1722 und 23 sind, soweit bisher bekannt, nicht in früheren oder späteren Sammlungen gedruckt worden.
Es war daher für andere Komponisten kaum möglich, diese Texte zu erlangen und neu zu komponieren. Und es hätte auch in diesem Fall aus Graupners Kantaten der Text extrahiert werden müssen, um ihn dann neu zu komponieren, und man hätte ihn nochmal umwandeln müssen per Parodie, weil er eben ja eigentlich nicht für den Sonntag nach Neujahr gepasst hat. Nimmt man die Existenz von drei weiteren Stücken Graupners im Dresdner Jahrgang hinzu, die, soweit bisher bekannt, nur von Graupner vertont wurden, spricht alles dafür, dass in der Tat Graupners Musik in den Dresdner Jahrgang eingegangen ist. Insofern ist der Interpretation Oswald Bilz zu widersprechen der Annahme, dass die Probetexte Graupners in Vertonung einer anderen Person in den Dresdner Jahrgang gelangten. Ich komme zum Schluss. Der Dresdner Jahrgang wurde in Zerbst noch mehrfach wiederholt, 1729-30, 1734-35 und 1737-38. Insofern führten, vermutlich ohne das Wissen des Komponisten, Graupners Probemusiken, denen in Darmstadt eine Wiederaufführung verwehrt war, ein Nachleben, vermutlich zuerst in Dresden, gesichert aber von 1727 bis 38 in Zerbst. Sie waren damit häufiger und länger in Gebrauch als die Probestücke Bachs und Telemanns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank auch dafür, dass wir gegen Schluss nochmal auf Graupner zurückgekehrt sind. Darf ich um Wortmeldungen bitten? Ja. Danke. Ist es an? Ja. Danke für deinen schönen Vortrag. Ich wusste das auch schon. Ich habe einen Kommentar und dann eine Bitte. Du bist nicht der Erste, der sich mit dem Gedankenexperiment, was wäre passiert, wenn Telemann nach Leipzig gegangen wäre, befasst hat. Ja. Stephen Sohn hat ja in einer Ausgabe von Discussing Bach vom Oktober 2021 genau dieses Thema durchgekaut. Okay. Ich meine, und er ist nicht da, oder? Da ist Where da. Are you? Help me. Where did you put Telemann went to Leipzig? Stölzl went to Hamburg, is that right? And Bach went to Gotha. Did I get it right? Okay. Also das ist hochinteressant, würde ich dir, ich weiß, du nimmst uns das immer übel, wenn wir auf Englisch schreiben, aber das würde ich dir nahelegen. Tatsächlich habe ich es wahrscheinlich deshalb dass du das machst. Und ich weiß, du hast gesagt, du wirst uns nicht mit dem langweilen, aber könntest du uns ein bisschen mehr zu dem Dresdner Jahrgang verraten? Und mich persönlich würde interessieren, deine Meinung zu der Entstehung. Hat Fasch diese Kantaten selbst ausgesucht? Hat jemand anders die ausgesucht? Was ist sonst noch drin? Und warum waren die für Zerbst so geeignet? Ja, vielen Dank für die Frage. Fasch wurde ein Studienaufenthalt in Dresden genehmigt und er musste diese Zeit, denke ich mal, mit Kantaten, Aufführungen oder anderer Musik in Dresden zu bringen. Das war seine Aufgabe. Also, dass er vor Ort tatsächlich Hand an diesen Jahrgang gelegt hat, wie das Frau Sorg ja zum Beispiel auch ins Gespräch gebracht hat, das halte ich für sehr, sehr schwierig. Ich habe das damals ja auch schon einmal genau in den Fachstudien erwähnt, dass das mehrere Wochen in Anspruch genommen hätte. Nein, Fasch wird einen Jahrgang in Dresden gekauft haben, der dort bereits mehrfach aufgeführt worden war und deshalb zum Verkauf angeboten wurde. So stelle ich mir das Ganze vor. Und hat deshalb diesen Jahrgang nach Zerbst geschickt. Der passte natürlich sehr gut ins Konzept. Es war ein Jahrgang, der allerdings ausschließlich in der Vesper aufgeführt wurde und nicht zu den Hauptgottesdiensten. Also vielleicht hat Fasch damals geahnt, dass das doch ein sehr, sehr merkwürdiges Sammelsurium ist. Der ist ja die Noten sicherlich auch einmal durchgegangen, bevor er sie nach Zerbst geschickt hat. Und hat deshalb die Bestimmung für die Vesper, die ja doch deutlich weniger wichtig war, in Zerbst veranlasst. Ja, also auch bei den Wiederaufführungen, es war immer Vesper-Musik. Ob er gewusst hat, dass tatsächlich Graupner mit drin war, dass Bach mit drin war, dass Telemann mit drin war in diesem Jahrgang, das weiß ich nicht genau.
aber es wird sich sicherlich auch nicht klären lassen. Vielen Dank. Frau Kramer. Ja, auch von mir zunächst herzlichen Dank. Meine Frage bezieht sich auf den Vorschlag bei Telemann, auch noch ein weiteres Werk sozusagen in den Kontext der Probemusiken zu bringen. Ja. Weil das, ich will jetzt dieses ganze Fass, was dahinter ist, sozusagen für Graupner, auch die Frage, wann ist er nach Leipzig gekommen? Du weißt auch, also Oswald Bill argumentiert ja, er hätte nicht aus Darmstadt weggedurft, bevor nicht genau. die Geburtstagskantate aufgeführt worden wäre. Also ja, kann es gar nicht hier zur Aufführung gelangt sein. Das lassen wir mal weg. Aber was ist das Argument für diese Telemann-Zuordnung dieses zusätzlichen Stückes? Das würde mich interessieren. Also ich denke, das hat der Vorredner Glöckner doch ziemlich plausibel gemacht, dass dieses Stück kurz nach der Probe von Telemann in Leipzig erklungen ist. Das heißt, Telemann muss es in dieser Zeit komponiert haben und es wurde auch aufgeführt. Alles noch im August 1722. Ja, also es gab diese Musik und es muss ich doch fragen, wie kommt denn das eigentlich, dass Telemann dann noch eine weitere Musik komponiert hat? Ich meine, er hatte auch anderes zu tun, musste zurück nach Hamburg, wo er erwartet wurde, hatte er seinen Dienst zu tun. Und ich finde das schon sehr auffällig, dass von Graupner so ein Zusatzstück existiert und eben auch von Telemann. Und ja, die Korrespondenzberichte lassen sich nicht ganz in Einklang bringen. Es werden eben von einigen Kandidaten mehrere Probetermine berichtet. Und das deutet doch auch darauf hin, dass wir vielleicht etwas zu kurz greifen, wenn wir nur von dieser Probe in ordentlicher Kirchenmusik ausgehen. Also es ist vielleicht wirklich denkbar, dass die Kandidaten noch ein zusätzliches, außerordentliches Stück machen mussten. Ja. Da war noch eine Wortmeldung. Danke für deinen Vortrag. Es wäre natürlich dann bei Bach eben an diese Passion, an diese Gotha-Passion oder auch wie immer zu denken, aus der dann sozusagen der Schlusschoral am Ende doch noch angehangen worden wäre, wenn es vielleicht auch keine Gesamtaufführung gegeben hätte. Also das fiel mir gerade noch spontan ein. Du hast gesagt, es gäbe bei einem wiederholten Textabdruck nicht die Notwendigkeit, nochmal neu zu komponieren. Das ist natürlich Quatsch, weil unter anderen Aufführungsbedingungen bin ich als Komponist natürlich schon gezwungen, nochmal was Neues zu schreiben. Wie muss ich mir dann diese Telemanns Ratswahlkantate vorstellen, auch nur mit einer Flöte und auch ohne Bratsche und die Violinen sind auch zusammengenommen, weil er wollte ja alles anders machen. Und sozusagen der letzte Punkt, ich würde noch von den Telemann-Leuten gerne wissen, 1728 in Hamburg, 10. Sonntag nach Trinitatis, was ist denn da drumherum passiert? Sind es Stücke, die eine ähnliche Stilistik haben, also auch mit Flöte, auch so dieser galante Duktus, also ließe sich sozusagen die diskutierte Bewerbungsmusik Telemanns da bündig einordnen? Das wäre noch eine Idee oder Frage. Gut, dann antworte ich erstmal auf den ersten Teil. 1728 eine Einzelkantate nochmal zu komponieren, halte ich für völlig abwegig. Telemann dachte in Jahrgängen und er hat, das ist ja schon bekannt aus den frühen Jahrgängen, geistliches Singen und Spielen, ein paar Stücke nachkomponiert. Aus dem französischen Jahrgang gibt es auch eine Doppelvertonung. Aber da geht es darum, dass er diesen Jahrgang komplett wieder aufführen wollte oder ihn verkauft hat an jemand anders. Und da musste das natürlich auch komplett sein. Aber ein Einzelstück brachte Telemann in Hamburg zur Aufführung, weil er das schon mal irgendwann komponiert hatte und es quasi in der Schublade liegen hatte. Aber diesen Text noch einmal zu komponieren, also da sehe ich wirklich überhaupt keinen Anlass. Aber ich bin gespannt, ob die Telemannianer das noch anders sehen würden. Eine Flöte kommt tatsächlich, glaube ich, in Der Herr ist König nicht vor. Aber da würde ich mir jetzt kein Urteil zutrauen, ob wirklich ein durchreisender Flötist da war, zufällig, oder ob Telemann meinte, dass tatsächlich zum 10. Sonntag nach Trinitatis eine Flöte dazugehörte, wenn über das Weinen Jesu berichtet wird. Da traue ich mir kein Urteil zu. Vielen Dank für. Ja.
Ja. Also im Namenbuch Christi und der Christen von Schmolk sehe ich das nicht, dass der eine Teil zur Epistel geschrieben sei. Also das ist meines Erachtens durchgehend klar alles zum Evangelium gedichtet worden. Die beiden Jahrgänge, die ich meinte, ist der erste Jahrgang, den Stölzl selbst gemacht hat. Da, wo wir über das Textbuch uns unterhalten hatten, 1728 bis 30. Und da ist wirklich ganz eindeutig, dass der erste Teil, kann auch von einer Halbkantate sprechen, zur Epistel geschrieben wurde und der zweite Teil zum Evangelium. Und dann ist es noch der Mannhardt-Jahrgang für Sondershausen, wo es auch vorne die Epistel gibt und hinten die Evangelienkantate. Also das sind die beiden Jahrgänge, auf die ich mich jetzt hier bezogen hatte. Mhm. Dann hatte sich Herr Hirschmann noch gemeldet. Ja, noch eine kleine Überlegung zur virtuellen Musikgeschichte, der wir uns da jetzt bewegen. Bach hatte, Telemann hatte kein Interesse an den Thomanern. Ich weiß nicht so recht, also man müsste mir, dass ich das glauben könnte, einen Parallelfall seines Verhaltens in seinen verschiedenen Städten, in denen er wirkte, aufzeigen, wo er wirklich gezielt eine Institution unterdrückt hat. Also ich finde, er seine Strategie war doch eher, ich schaue mir das Panorama an, was ich da habe, und ich mache möglichst viel daraus, indem ich ganz viele, die da beteiligt sind an den ganzen, in den ganzen Bereichen, städtisch oder auch an den Höfen, für meine Sache gewinne. Also er ist doch jemand, der unglaublich kommunikativ war und der dann doch eher, ja, wie soll ich sagen, das Potenzial, das da war, genutzt hat, als dass er jetzt gesagt hat, naja, also das brauche ich dann nicht, ne, sondern ich konzentriere mich darauf. Ja, dass er die Thomaner an den Rand gedrängt hätte, das will ich jetzt auch nicht sagen, aber dass es ihm jedenfalls kein Herzensanliegen gewesen wäre. Und das, finde ich, geht daraus hervor aus seinen Erfahrungen, die er in Leipzig hatte in seiner Jugend. Ist ja ganz anders bei Graupner. Der hat die ganze Schullaufbahn durchlebt und hat sich angeschlossen an das, was Kuhnau gemacht hat. Und er hat tatsächlich dann zum Beispiel dieses Modell des figurierten Chorals oder des Ritornell-Chorals ja bis an sein Lebensende fortgeführt. Also der war wirklich ganz auch einer, der das Modell, das er gelernt hat, in Leipzig fortgesetzt hat. Und Telemanns Modell war eben tatsächlich Musik neben der Thomaskirche, also neben den Thomanern. In der Thomaskirche hat er auch aufgeführt, aber ohne die Thomaner, so wie ich das sehe. Noch eine letzte Bemerkung. Von 1718 zitiert, da steht noch was anderes drin. Singen ist das Fundament zur Musik in allen Dingen. Ja. Also Telemann kam schon sehr vom Singen her. Ihm wird das nicht fremd gewesen sein, was da auf ihn zugekommen wäre, hätte er das Thomaskantorat angetreten. Also schon in seiner Magdeburger Schulzeit, einer alten altstädtischen Schule, war er selbst Knabensänger. Er hat in Frankfurt und auch in Hamburg nachher immer wieder dafür sorgen müssen, dass ein guter Knabensänger im Nachwuchs ihm zur Verfügung stand. Er hat ja auch in Hamburg nachher noch aus Thüringen Knabensänger importiert nach Hamburg. Also
will sagen, also das Verständnis dafür, dass man den musikalischen Nachwuchs pflegen und fördern muss, also ich glaube, das ist schon in seinem Denken drin gewesen. Das muss man vielleicht dazu, wenn man jetzt über seine Leipziger Erfahrung Anfang des Jahrhunderts nachdenkt. Ja, danke. Also zugegebenermaßen war das natürlich schon sehr steil, wie ich das formuliert habe. Aber es hat ja zu einer angeregten Diskussion beigetragen. Natürlich hätte Telemann ganz sicher auch mit den Thomanern zusammengearbeitet, aber ich wollte damit sagen, dass sein Hauptschwerpunkt nicht die alte Musik gewesen wäre, das fortzusetzen, was in der Thomasschule schon seit ewigen Zeiten der Fall war. Ja. Vielen Dank, Herr Pfau. Dankeschön. Unsere Konferenz stand nicht im Zeichen von was wäre wenn, sondern es ging um die Neubesetzung des Thomaskantorats im Jahr 1723 und die Geschichte der evangelischen Kirchenkantate um 1720. In unserem Programm ist vorgesehen eine Schlussdiskussion, die ich hiermit zu eröffnen habe, um ihr einen Fokus zu geben, denke ich, wäre es gut, die drei Veranstalter dieser Konferenz kurz um eine Art Resümee zu bitten, im Blick auf das, was mit der Konferenz beabsichtigt wurde, dass wir das Thema erschöpfend behandelt hätten, behaupten wollen, aber trotzdem denke ich, sind konkrete Ergebnisse hier doch vorgetragen worden. Und dann entsteht natürlich auch immer die Frage, welche Themen nicht angesprochen oder in irgendeiner Weise adäquat in den Fokus genommen wurden. Also es gibt Raum für zukünftige Arbeit und eben auch Diskussionen und vielleicht Konferenzen. Ich darf vielleicht Frau Kramer bitten, als Vertreterin des Musikwissenschaftlichen Instituts der Universität Mainz ihren Rückblick uns mitzuteilen. Ja. Entschuldigung. Ganz herzlichen Dank, Frau Scheidler, für diese wichtige Nachbemerkung und einen herzlichen Gruß an Frau Schabalina aus Leipzig. Ja. Ja, Peter hat es ganz am Anfang erwähnt, also vor knapp 3 Jahren war mir die Idee gekommen, zunächst mal mit der Perspektive aus der Darmstädter Sicht der Dinge. Immerhin war ja der Darmstädter Landgraf derjenige, der mit seiner Entscheidung, dass Graupner in Darmstadt zu bleiben habe, weil er das beste Subjektum seiner Hofkapelle nicht verlieren wollte und einen Exodus weiterer Hofkapellenmitglieder verhindern wollte, hat er ja sozusagen zu dem beigetragen oder war im Prinzip der Impuls dafür, dass wir uns heute in dieser Konstellation überhaupt zusammenfinden konnten. Insofern war ich sehr, sehr dankbar und froh, dass sowohl Peter Wollny als auch Wolfgang Hirschmann sofort die Idee aufgegriffen haben und gesagt haben, ja, wir machen auf jeden Fall was im Jahr 2023. Und im Nachhinein bin ich wirklich sehr, sehr froh und dankbar, dass wir es dann irgendwann im Lauf der weiteren Überlegungen nach Leipzig hier transferiert haben, weil es doch, finde ich, gezeigt hat, jetzt hier in der Community, auch am eigentlichen Ort, dass es hier hingehört hat. Die Darmstädter Überlegung zunächst war gespeist. Wir haben 2010 zum 250. Todestag von Graupner eine
erste größere wissenschaftliche Veranstaltung in Darmstadt stattfinden lassen. Aber im Nachhinein jetzt hier dieses Erlebnis vor Ort gehabt zu haben, also ich bin sehr, sehr dankbar nochmal auch den beiden Mitstreitern, dass wir diese Lösung gefunden haben und möchte also zunächst auch meinen Dank ans ganze Bach-Archiv weitergeben für die logistische Arbeit im Hintergrund, denn mit einem solchen Staff, den man zur Verfügung hat, ist das natürlich eine ganz andere Sache, als wir das in Darmstadt hätten realisieren können. Was jetzt die Inhalte angeht, so denke ich, dass die Tagung also aus meiner Perspektive sehr ertragreich war. Auch offene Fragen am Ende, ich finde es nichts besser als offene Fragen am Ende zu formulieren und auch zum Weiterdenken anzuregen. Ich war auch aus der Darmstädter Perspektive, ist man ja immer so ein bisschen außen vor und weg hier von Mitteldeutschland, auch überrascht, dass auch beispielsweise im Hinblick auf Telemann doch noch grundlegende Fragen einfach aufgrund mangelnder konkreter Fakten und Quellen überhaupt zu stellen sind. Und selbst wenn jetzt, wie wir hier gerade gesehen haben, im letzten Diskurs auch Graupner betreffend Meinungen durchaus divers sind, dann zeigt es, aus welchen verschiedenen Blickrichtungen man auf das Thema schauen kann und dass natürlich auch eine theologische Perspektive etwas anders auf Dinge schaut als eine genuin musikwissenschaftlich, musikalisch, aus der musikalischen historischen Praxis heraus argumentierende Perspektive das tut. Und was ich auch sehr, sehr anregend fand, die weiterführenden Referate im Hinblick auf Netzwerke, auf Kontakte, auf das Einbeziehen und Einbinden weiterer Quellen, Textsammlungen, die also mir sehr viel Anregungen auch gegeben haben und insofern auch vor allem die Weitung der Perspektive über das, sagen wir mal, Zentrale, was den Ausgang gebildet hat, Thema der Neubesetzung des Thomaskantorats, eben auch auf die Frage der Kantate in den 20er, 30er Jahren ein bisschen noch genauer zu gucken und gerade da eben auch jetzt jüngere Forschungen mit einbinden zu können und einfach auch die Perspektiven hier aufzuzeigen. Also wir sind lange nicht am Ende, ich glaube, das ist allen klar geworden, aber zum 300-jährigen der Wiederkehr, also von Bachs hier und denke ich, war es angemessen, hier in Leipzig diese Veranstaltung stattfinden zu lassen. Und persönlich zum Beispiel gestern Abend durch dieses so lebendige Leipzig zu gehen und die öffentliche Generalprobe zur Johannespassion noch mitzubekommen. Also der Locus war einfach die wunderbare Ort hier, dazu beigetragen. Also ich möchte mich eben auch ganz herzlich nochmal bedanken bei den Mitveranstaltern und vor allem auch dem Bach-Archiv. Ja, unser kollektiver Dank gilt im Nachhinein natürlich dem Landgrafen von Hessen und dessen Entscheidung, wir eben hier nicht versammelt wären. Vielen Dank, Frau Kramer. Ich darf Herrn Hirschmann bitten, im Namen des Instituts von Halle uns ein paar Worte zu sagen. Ja, sehr gerne. Wir sind ja in Halle doch für einen anderen Komponisten zuständig, der jetzt heute kaum eine Rolle gespielt hat. Sei es drum. Aber die Idee der Konferenz war ja, dass wir so eine wechselseitige Erhellung erreichen aus der vergleichenden Betrachtung der verschiedenen Komponisten, ihrer Beiträge zu diesem Bewerbungsverfahren, aber auch ihrem Oeuvre im Bereich des Kantatenschaffens und generell ihrer Berufsbiografien. Und ich denke, da sind jetzt wunderbare Ansätze gelungen. Und ich danke auch für die große Offenheit, mit der diese drei Komponisten betrachtet worden sind, mit ihrer je eigenen Charakteristik, mit ihren je eigenen Fähigkeiten und ihrer
ja, ihren durchaus unterschiedlichen Lebenswegen. Ne? Also wenn man jetzt gerade denkt, Graubner und Telemann im Vergleich, dann muss man einfach sagen, Graubner hat dann in der Splendid Isolation des Darmstädter Hofes Kantaten geschrieben. Ne? Telemann war immer aktiv, im ganzen Raum präsent, und das sollte man vielleicht nochmal betonen, dass bei den Bewerbungsverfahren Telemann der einzige Komponist war, dessen kirchenmusikalisches Oeuvre wirklich weit verbreitet war. Ne? Also das, denke ich, ist dann schon nochmal ein Alleinstellungsmerkmal, was man vielleicht hervorheben sollte. Ich kann mich erinnern an die erste Bach-Konferenz, das war damals in Dortmund, an der ich als Telemann-Forscher teilnehmen durfte. Das war eigentlich auch ganz wunderbar, wir haben uns da sehr schön ausgetauscht. Was mich sehr stark irritiert hat damals, war, dass ich im Vorwort des Konferenzbandes dann lesen durfte oder musste, dass ja nun diese Vergleiche mit anderen Komponisten, das sei ja alles gut und schön, ne? Aber man müsse sich doch darüber klar sein, dass Bach nur mit sich selbst vergleichbar sei. Ne? Also Bach ist Gott, und auch das ist übrigens ein verstecktes Bibelzitat, glaube ich. Ne? Ja. Und das war damals ja doch zum Teil auch communis opinio in der Bachforschung. Und ich bin unglaublich froh, dass eine jüngere Generation das sehr lange und sehr weit überwunden hat. Und wir haben hier eine wunderbare Zusammenarbeit zwischen Leipzig, Halle, auch Darmstadt und anderen Instituten und überhaupt weltweit. Und das ist ganz, ganz wunderbar. Dafür bin ich sehr dankbar. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Hirschmann. Vielleicht noch Peter Wollny aus der Bachs Perspektive. Jetzt, das war jetzt eine Steilvorlage, Bach nochmal hervorzuheben. Nein, wir haben ja heute gesprochen über das Was wäre, wenn. Und wenn seinerzeit vor 2,5 Jahren oder fast 3 oder 3 Jahren der Vorschlag von Ursula Kramer von uns hochnäsig abgelehnt worden wäre, Wolfgang, dann hätte es wahrscheinlich 3 verschiedene Tagungen jetzt gegeben. Eine in Darmstadt mit Leuten, die sich mit Graubners Schaffen befassen. Und es wäre wahrscheinlich dann gesagt worden, ja, der war aber auch sehr gut und die anderen interessieren uns jetzt nicht. Und in Halle oder Magdeburg hätte es eine Telemann-Konferenz gegeben. Und da hätte man gesagt, ja, Telemann, der wurde von allen hier gewollt und ist gar nicht wahr, dass der gepokert hat in Hamburg und der ist sowieso der Größte. Und wir hätten hier in Leipzig uns mit Bachs Probekantaten und dem ersten Jahrgang befasst und hätten höchstens mal so im Nebensatz die anderen Mitbewerber vielleicht erwähnt. So war es ja in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahrzehnten vielfach. Und wir drei waren uns ja einig, dass es eigentlich in Zukunft anders weitergehen soll. Mir scheint, dass wir in der Bachforschung vieles sehr weit vorangetrieben haben. Wenn ich mal rechts und links gucke, in die Konferenzberichte aus Magdeburg zum Beispiel oder in die Bände der Fachstudien, dann sehe ich, dass da andere Dinge sehr weit getrieben sind, die wir nicht so sehr auf dem Schirm haben unter Umständen. Und unsere Überlegung war ja, die unterschiedlichen Spezialisten hier in dieser Konferenz zusammenzubringen, mit der Hoffnung, dass daraus ein Diskurs entsteht, ein Zusammendenken. Und in diesem Sinne waren für mich die letzten 2,5 Tage sehr wertvoll. Und ich denke, dass wir doch alle, wenn ich das für uns jetzt sagen darf, sehr viele Anregungen mitgenommen haben. Das Jahrgangs bei Telemann ist ein Thema, das wichtig ist und das eben auch die
Nicht-Telemann-Spezialisten auf dem Schirm haben sollen. Was Fasch und Graupner gemacht haben, muss uns auch interessieren. Ich denke, wir müssen insgesamt ein besseres Gefühl dafür entwickeln, was denn das Phänomen der Kirchenkantate ab den 1720er Jahren, sage ich jetzt mal, ist. Denn immerhin werden ja in diesen Jahren die Grundsteine für ein riesiges Repertoire gelegt, das dann später eben noch in der nächsten Generation weitergeführt wird. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was wäre denn aus Karl Philipp Emanuel Bach geworden, wenn er die ganzen Telemann-Jahrgänge in Hamburg nicht gehabt hätte, ne? Und, oder Friedemann Bach in Halle. Und von daher ist ja das, worüber wir sprechen, es sind nicht nur 3 oder 4 oder 5 Spezialzweige, die wir jetzt parallel zu betrachten wollen, sondern wir kommen damit an die Gesamtheit eines großen Phänomens, an der Wirkungsgeschichte einer Gattung. Und ich denke, wir alle können für unsere Spezialinteressen sehr viel davon lernen. Und ich denke, es ist auch gut gelungen. Also ich bin dann auch gespannt. Jetzt hat Ursula Kramer schon Worte des Dankes geäußert. Ich schließe mich da mal an. Unser großartiges Team hier, das mit den Schwierigkeiten der Technik in der Universitätsbibliothek sieghaft gekämpft hat. Ihr habt auch, also nicht nur hier die Technik, sondern auch dafür gesorgt, dass wir hier für die Pausen den Kaffee haben und so weiter. Also die ganze Logistik hat doch insgesamt prima geklappt. Dafür bin ich sehr dankbar. Und dass es so klappen konnte, hat auch damit zu tun, dass meine Kollegin Christine Blanken das alles unter ihre Fittiche genommen hat. Ohne sie hätte die Konferenz gar nicht stattfinden können. Ja. Dann habe ich in der Einleitung schon gesagt, wir sind der Universitätsbibliothek sehr dankbar, dass sie diesen schönen Raum zur Verfügung gestellt hat. Ich denke, eine kongenialere Atmosphäre hätten wir uns gar nicht wünschen können, denn zwar ist es schön, den Trubel des Bachfestes hier zu haben und zu wissen, dass es das parallel gibt, aber in der Stadt ist ja doch so viel los, dass man vielleicht ein bisschen abseits, also außerhalb des Rings gehen muss, um sich auf musikwissenschaftliche Fragen zu konzentrieren. Also ich bin froh, dass wir hier sein konnten und die Grundvoraussetzung, ich meine, euch beiden nochmal herzlichen Dank für die verschiedenen Treffen und die Zoom-Gespräche, die wir geführt haben, um das Ganze irgendwie Gestalt anzunehmen lassen. Ich danke auch aber besonders nochmal den Geldgebern der mitteldeutschen Barockmusik, die du, Wolfgang, ja auch vertrittst, und der Fritz-Thyssen-Stiftung, die uns doch sehr geholfen hat. Und ich denke, es ist eine insgesamt sehr schöne Sache geworden und ich danke allen, die hier gesprochen haben, die mitdiskutiert haben und wir freuen uns dann auf die Referate. Es gab ja ein Zettelchen, wie wir uns das vorstellen. Wir müssen dann im Einzelnen nochmal überlegen, geplant ist, den Band in unserer Reihe Forum MBM unterzubringen, im nächsten Jahr hoffentlich. Da werden dann nochmal die wahrscheinlich mehrfach entsprechende Aufforderungsmails in die Runde gehen, das kennen ja alle. Ja, dann also, ach so, ja, das darf ich nicht vergessen, wir wollen die Konferenz beschließen mit einem gemeinsamen Mittagessen, und zwar am Burgplatz. La Piazza heißt das italienische Restaurant. Manche kennen das vielleicht hier noch als Fra Diavolo, aber es hat sich umbenannt, was aber für uns nicht weiter schlimm ist. Da sind Plätze reserviert und es wäre schön, wenn möglichst viele da noch dazukommen können. Wir können dann die Fachdiskussion da noch ein bisschen weiterführen, aber ich will jetzt nicht abbrechen hier. Ich wollte ja, Christoph Wolf hat ja nur um 3 Statements gebeten. Es gibt vielleicht noch andere Diskussionsbeiträge zum Thema der Konferenz oder zu einzelnen Referaten.
Ich habe ja immer Nein. Also ich denke nicht, dass wir die Konferenz jetzt weiter verlängern sollten. Ich denke, die drei Statements von den entscheidenden Mitveranstaltern haben uns einiges nochmal in Erinnerung gerufen. Und ich persönlich freue mich immer, an Konferenzen teilzunehmen, bei der Musikgeschichte nicht auf einzelne Figuren reduziert wird, sondern wo Perspektiven auch auftauchen, die die Musik und Kulturgeschichte in einen breiteren Zusammenhang sehen. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal allen Referenten und Referentinnen ganz herzlich danken, auch allen Diskutanten und Diskutantinnen und auch den Zuhörern, die unsere Konferenz begleitet haben. Also ein rundum Dank an alle. Und vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, in ähnlicher Zusammensetzung in absehbarer Zeit sich noch einmal wiederzusehen. Vielen Dank.